Good evening. Guten Abend. It's a joy and a privilege to be with you here tonight. Eine Freude und ein Privileg, mit euch heute Abend hier zu sein. And it's a joy to experience Sabbath. Und es ist eine Freude, den Sabbat zu erleben. And God's presence. Und Gottes Gegenwart zu erleben. He told us that whenever two or three get together, he will be there. Er hat uns ja gesagt, wo auch immer zwei und drei zusammenkommen, da wird er auch sein. We don't go to church for a program. We don't go to church for a sermon. Wir gehen ja nicht zur Gemeinde nur für ein Programm oder nur für eine Predigt. We don't go to church to sing Kumbaya together. Oder einfach nur um Kumbaya zusammen zu singen. We go to church to worship God. Sondern um Gott anzubeten. And if you go to church and you don't encounter God's presence. Und wenn ihr zur Gemeinde geht und nicht Gottes Gegenwart begegnet, Gottes, then you lose your time. Dann verschwendet ihr eure Zeit. Because only God's presence can transform and change. Nur Gottes Gegenwart kann verwandeln und verändern. Only God's presence alone can save. Nur Gottes Gegenwart kann retten. So we are happy to come in God's presence. Also sind wir heute besonders froh, in Gottes Gegenwart zu sein. What a privilege. Was für ein Vorrecht. In God's presence. In Gottes Gegenwart. Angels cover themselves. Die Engel bedecken sich. Shouldn't we be happy for it? Sollten wir nicht sehr glücklich darüber sein? Yeah! Ja, natürlich. Amen, amen. Amen. But I want to emphasize a few things. Aber ich möchte ein paar Dinge herausstellen heute Abend. Very soon. Sehr bald. We are gonna see Jesus face to face. Werden wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. You know the song Face to Face with Christ my Savior. You know the song? Dieses Lied von Angesicht zu Angesicht mit Jesus meinem Erlöser. Very soon. Sehr bald. Are you ready? Seid ihr bereit? Are you ready? Seid ihr bereit? How do you get ready? Wie wird man bereit? My wife used to have a business. Meine Frau hatte eine Firma. And she was taking care of soldiers. Und sie hat sich auch um Soldaten gekümmert. We had a little nursing home at home. Wir hatten so ein kleines Pflegeheim zu Hause. And soldiers that would come from Iraq, from Afghanistan. Und die Soldaten, die aus Irak und Afghanistan they were missing an arm or something. Die einen Arm oder irgendwas verloren hatten. Some of them would come and live in our home for a while. Einige von denen sind gekommen und haben in unserem Pflegeheim gelebt und für einige Zeit. Weekly there will come actually not weekly, maybe monthly, a nurse would come and check on their health. Und ungefähr jeden Monat kam eine Krankenschwester und hat ihre Gesundheit abgecheckt. But once a year, aber the government came to inspect. Ist auch die Regierung gekommen, um and they inspected everything. Und sie haben alles inspiziert. They inspected the food. Das Essen to make sure that it's quality food. Um sicherzustellen, dass das that wirklich is not expired. Dass nichts abgelaufen they ist. Wanted to make sure that it's variety of food. Sie wollten sicherstellen, dass es auch and it has enough vitamins and minerals. Dass genügend Vitamine und Mineralien drin sind. And they inspected the heat in the house, not too cold, not too hot. Perfect. Und auch die Temperatur durfte nicht zu warm, nicht zu kalt sein. Es musste perfekt sein. And they inspected the fire extinguishers. Und auch die Feuerlöscher haben sie. And the smoke detectors. Und die Rauchmelder. The batteries. Die Batterien davon. The escape route in case of fire. Die Fluchtwege im Fall eines Brandes. And they inspected the medication. Und auch die Medikamente. And the schedule, how they get that medication. Und den Plan, nachdem sie diese Medikation bekommen. And the safety, the stairs, everything. Und die Sicherheit, die Treppen, alles. And about five people came. Und ungefähr fünf Leute. And one inspected the food, and one inspected the safety, and everyone differently. Einer inspizierte das Essen, der andere die Sicherheit, jeder etwas anderes. And they would spend four, five, 6 hours. Und sie haben fünf, sechs, sieben and they looked through everything. Und sie sind alles durchgegangen. And every time they came. Und jedes Mal, wenn sie kamen, they never announced. Haben sie sich nie angekündigt. They could come Monday. Sie konnten am Montag. Or kommen, Friday. Oder am Freitag. Or Sunday. Oder am Sonntag. Or Wednesday. Oder Mittwoch. Or they could come in the morning. Oder auch am Morgen. In the afternoon. Oder am Nachmittag. Or 11 p.m. in the night. Oder 11 Uhr in der Nacht. In January. Im Januar. Or in May. Oder im Mai. Or in December. Oder im Dezember. You didn't know. Man wusste es einfach nicht. Once a year. Einmal im Jahr. They knocked in the door. Haben sie an die Tür geklopft. And they told us. Und sie sagten uns, that every place they go, dass jeder Ort, an den sie gehen, nobody is ready. Niemand ist wirklich vorbereitet. And they have to give fines. Und sie müssen Bußgelder verhängen. And sometime, if there are big problems, they have to close that business. Und manchmal, wenn es große Probleme gibt, dann müssen sie diese Heime schließen. But they told us. Aber sie sagten uns, it's strange. Es ist when we come here to this house, wenn wir zu diesem Haus you are always ready. Dann seid ihr immer vorbereitet. It's perfect. Es ist perfekt. Everything perfect. Alles ist perfekt. We cannot find the problem.
Wir können keine Probleme finden. And they gave my wife a certification, the best facility in the state. Und sie haben meiner Frau ein Zertifikat gegeben, das ist die beste Einrichtung. We have it. First year, I put it in a frame. Im ersten Jahr habe ich es dann eingerahmt. And I put it on the wall. Und ich habe es an die Wand gehängt. The best facility in the state. Die beste Einrichtung im Staat. Next year we got a second one. Im nächsten Jahr haben wir ein zweites. Third year we got a third one. Dann haben wir ein drittes. Fourth year a fourth one. Viertes im nächsten Jahr. I had no more room on the walls, so I stopped putting them on the walls. Ich hatte keinen Platz mehr an der Wand, also habe ich aufgehört. And one year they asked my wife. Und eines Jahres haben sie dann meine Frau gefragt. We don't understand. Wir verstehen es einfach nicht. You are always ready. Ihr seid immer vorbereitet. Does anybody tell you, hey, they are coming Tuesday? Gibt's da jemand, der euch sagt, hey, sie kommen am Dienstag? Nah. Sie sagt nein. So, how do you are ready? How do you do it? What also, do you do? Also, warum seid ihr bereit? Was macht ihr? And she, my wife said very simple. Und meine Frau sagte einfach, es ist ganz einfach. I get ready every day. Ich bereite mich jeden Tag. As that day was the day of the inspection. Als ob das der Tag der Inspektion wäre. How do you get ready for the second coming? Wie bereitet man sich auf die zweite Wiederkunft vor, auf das zweite Ankommen Jesu? You get ready every day. Man bereitet sich jeden Tag vor. As that was the day. Als ob das der Tag wäre. You see, we have been listening about second coming all our life. Wir haben unser ganzes Leben von der Wiederkunft gehört. When I was a kid, als ich ein Kind war, my grandfather said, Jesus is coming soon. Sagte mein Großvater schon, Jesus kommt bald. And I remember the Daniel 2 prophecy. You remember? Und ich erinnere mich an die Prophezeiung. And the gold head. Der Kopf aus Gold. And the silver. Und das Silber. And the bronze. Und die Bronze. And then the iron. Und das Eisen. And then the clay and the iron. You und remember? Ton und Eisen. And the pastor would say, we are in the toes of the legs, we are right there. Und der Pastor sagte, wir sind in den Zehen von den Beinen, wir sind ganz da unten. Jesus is coming. Jesus kommt. When I was about 30, als ich 30 war, I was wondering, habe ich mich gefragt, how long are those toes? Because Jesus has not come. Wie lang sind diese Zehen? Denn Jesus ist noch nicht gekommen. And this is what is happening. Und das ist das, was passiert. The more we wait, je länger wir warten, the more we get used waiting. Desto mehr gewöhnen wir uns an das Warten. And the more we think he doesn't come soon. Und je mehr wir denken, dass er nicht bald kommt. And the closer we get to the second coming. Und je näher wir zur Wiederkunft kommen. While we should prepare more. Während wir ja uns schon mehr vorbereiten sollten. We prepare less. Bereiten uns tatsächlich weniger vor. We get tired of waiting. Wir haben satt zu we warten. We get tired of preparing. Und wir haben satt, uns vorzubereiten. When I was in the army, als ich in der Armee war, I told my wife, habe ich meiner Frau gesagt, she was not my wife, she was my girlfriend in that time. Zu der Zeit war sie noch nicht meine Frau, sondern meine Freundin. And it was against the law to have Bibles. Und es war gegen das Gesetz, Bibeln zu haben. And she would write me letters. Also schrieb sie mir Briefe. And she would write in the letters all kind of stupid stuff, nonsense. Und sie hat all möglichen Unsinn in diese Briefe. I cooked this and I put parsley and I put salt and I put oil and shoot. And then I went to the game and Haji hit the ball and the other one. Nonsense, she would write 9, 10, 11 pages. Nonsense, stupid stuff. Also sie hat 9, 10, 11 Seiten belangloses Zeug geschrieben. Sass sie das Salz und die Petersilie. And somewhere in the middle. Und irgendwo in der Mitte should write a Bible verse. Hat sie einen Bibeltext. And then stupid stuff and then somewhere a also paragraph from the spirit of prophecy. Und dann wieder belanglosen Zeug und dann ein Absatz vom Geist. Every letter would go through censor. Und jeder Brief wurde ja zensiert. The government would check everything so nothing religious would get in. Dass die Regierung ging ja sicher, dass nichts religiöses. And they would start reading the letter. Nah, nonsense, nah. And they would get tired. And say, okay. Und sie haben die Briefe gelesen und sich gedacht, so, ach, belanglos. And okay. She would hide the good stuff right in the middle. Und das gute Zeug, das hat sie mitten in der Mitte versteckt. And I would cut the good stuff, throw away the garbage and keep the little paper with the paragraphs. Also habe ich all das belanglose Zeug weggeschnitten und das Gute, das habe ich, die guten Absätze habe ich behalten. And she would say, be ready always. Und sie hat gesagt, immer, in the front, jederzeit bereit. It was the Bible verse. Vorne war es ein Bibelvers. On the back, und auf der Rückseite, be ready always. Sei jederzeit bereit. And I would get in the morning. I would pray, Lord, wake me up early in the morning. Und ich habe immer gebetet, Gott, bitte, weck mich früh. God would wake me up around 4, 5 a.m.
Also ungefähr 4-5 Uhr morgens hat er mich aufgeweckt. And then I would get under the blanket because it was against the law to be caught praying. Und dann habe ich mich unter der Decke versteckt, weil es verboten war. With a little flashlight. Also mit einer kleinen Taschenlampe. With those pieces of paper. Und diesen Papierstücken. And study. Und dann studierte ich. And then hide them. I had a cut in my coat and hide them there. Und dann habe ich sie in einem Schnitt in meinem. Pray under the blanket. Und dann betete ich unter der Decke. And say, Lord. Und sagte, Herr. Help me stay close to you. Bitte hilf mir nah bei dir. Because I want to be ready. Denn ich möchte bereit sein. And after I would pray. Und nachdem ich gebetet habe. I would get dressed. Habe ich mich angezogen. And then I would get back under the blanket and sleep again. Dann ging ich wieder unter die Decke und schlief. And when the trumpet would go, you know, soldiers would be dizzy. I would be dressed and ready for the war. Und als dann die Trompete ging und alle aufgeweckt hat, waren alle Soldaten noch ganz verschlafen. And I would pray in the evening, Lord, wake me up early enough to start the day with you and be ready. Und so betete ich immer, bitte weck mich früh genug auf, dass ich vorbereitet bin. Help me to love you more than I love sleep. Hilf mir, dich mehr zu lieben als mein Schlaf. I remember one day God woke me up at 2 a.m. Einmal hat er mich um 2 Uhr morgens aufgeweckt. I said, are you kidding? Und ich habe gefragt, soll das ein Scherz sein? This is too early. Das ist zu früh. I do need to sleep a little. Ich muss zumindest ein bisschen schlafen. And I went back to sleep. Also habe ich. And I said, wake me up at 5. Bitte weck mich um 5 auf, sagte ich. And God said, no, wake up. Und Gott sagte, nein, wach bitte auf. I didn't really like it much. Ich habe das nicht so gewertet. Would you want me to wake you up at 2 a.m.? Würdet ihr das toll sein, wenn ich mich um 2 Uhr aufwecke? Ich glaube nicht. So I woke up. Also wachte ich auf. I got my paragraphs. Habe ich meine. I got under the blanket. Bin unter die Decke gekommen. I did my study. Habe mein Studium gemacht. I prayed. Ich betete. I got dressed. Habe mich angezogen. It was from 2 to 4. Von 2 bis 4. And then I said, now I can sleep another 1.5 hours. Und dann habe ich gesagt, jetzt kann ich noch. In that moment, the trumpet went off. Und in dem Moment. It was a war drill. In dem Moment ging die Trompete los. Es war nämlich eine Kriegsübung. War exercise. Ja, Kriegsübung. When the war exercise happened, you had 15 seconds to be ready for Wenn war. Wenn sowas passierte, dann musstest du in 15 Minuten bereit sein. Otherwise, you would go to arrest. Sonst würdest du mich eingesperrt. 15 seconds. 15 Sekunden. I was ready. Ich war bereit. God woke me up at 2 because he knew that at 4 o'clock is gonna be a drill. Und Gott hat mich um 2 aufgeweckt, weil er wusste, um 4 würde die Übung starten. Ich war bereit. I got out. Ich bin raus. Dressed for war. Total angezogen. All my weapons. Alle meine Waffen. The soldiers at 2 a.m. they started to bump heads into each other. Dizzy. Oh. Und die anderen Soldaten, die sind ineinander gerannt. Pyjamas. Und hatten noch ihre Pyjamas an. Nobody was ready. Niemand war bereit. The captain came outside. Der Hauptmann kam nach draußen. Only one soldier. Nur ein Soldat. Me. Me. Also ich. Where are the others? Wo sind die anderen? Sleeping. Die schlafen. You are ready. Du bist bereit? Yes. Ja. He made a picture of me, put me at the drop, at the Romanian flag. Er hat ein Foto von mir gemacht. The single soldier that is ready for war. Und eine rumänische Flagge aufgehängt und draufgeschrieben, der einzige Soldat, der für den Krieg bereit war. Punished. Und die anderen wurden bestraft. I got promoted. Ich wurde befördert. Lieutenant. Leutnant. Really? How do you get ready? Wie bereitet man sich vor? We have learned that Jesus is coming. Wir haben gelernt, dass Jesus kommt. And the closer we get to second coming. Und je näher wir der Wiederkunft kommen. Instead of being ready. Anstatt bereit zu sein. We started to sleep. Begannen wir zu schlafen. People go to church. Die Leute gehen zur Gemeinde. And they sleep in the church. Und sie schlafen in der Gemeinde. I am not talking about physical sleep. Ich rede nicht von physischem Schlaf. I'm talking about a sense of commodity. Ich spreche von diesem Gefühl des Zufriedenseins. We love comfort. Wir mögen den Komfort. Don't we? Oder? Yes or no? Stimmt doch, ja oder nein? We love comfort. Ja, wir mögen And den so Komfort. We are concerned with our homes. Wir sind beschäftigt mit unseren Häusern, We are concerned with our cars. Mit unseren Autos. Nothing wrong with that. Es ist ja auch nichts falsch daran. We are concerned with food. Wir kümmern uns um das Essen. No problem. Kein When you Problem. Cook good food, invite me, I come. Wenn ihr gutes Essen habt, dann ladet mich ein, ich komme. But somehow, aber irgendwie, we are not concerned with preparation. Sind wir nicht so sehr mit Vorbereitung beschäftigt. My brothers, my sisters. Meine Brüder und Schwestern. What is the benefit to go to church? Was ist
der Nutzen zur Gemeinde zu if gehen. You are not ready when Jesus comes. Wenn ihr aber eigentlich nicht bereit seid, wenn Jesus kommt. And you say, Lord, I've been going to church. Und ihr sagt dann, Herr, aber ich bin doch zur Gemeinde gegangen. I've been eating tofu. Ich habe an Tofu. And soy. Ich habe Tofu und Soja gegessen. And I kept Sabbath. Und ich habe den Sabbat gehalten. And Jesus says, und Jesus sagt, ich kenne dich nicht. That is the saddest voice that you can hear in your life. Das ist die traurigste Stimme, die du in deinem Leben möglicherweise hören kannst. Church, wenn du zur Gemeinde gehst yourself, und dich selbst anlügst, you church, you are ready. Dass du bereit bist, nur weil du zur Gemeinde gehst. How do you get ready? Wie bereitest du dich vor? We remember that in Matthew 23, 24, 25, wir erinnern uns ja, dass in Matthäus 23 bis 25 Jesus, walks to Jerusalem, Jesus nach Jerusalem geht. The disciples, die Jünger, show him from the Mount of Olives, zeigen ihm vom Ölberg, show him the temple, zeigen ihm den Tempel. Have you been there? Seid ihr da gewesen? Anybody? Irgendwer? It's beautiful. Es ist wunderschön. Ich bin ein paar Mal da gewesen. When you are on the Mount of Olives, wenn ihr auf dem Ölberg seid, then you go down, und dann runter geht, and then you go up, und dann wieder hochgeht, und dann ist and Jerusalem from the Mount of Olives, von dem Ölberg, when the sun goes down, sieht man, wenn die Sonne untergeht, straight into the city. Dann scheint sie direkt auf die Stadt. I want you to imagine, ich wollte mir vorstellen, one of the miracles of the world. Es war eines der Wunder. That construction was absolutely beautiful. Und es war eines der Weltwunder. Und diese Marble, es war einfach wundervoll. Gold, Gold pure und Gold. Marble. Also und Marmor. Ja, Marmor Marble. Und Gold. Mhm. Gold and the sun hitting and the building being bright. Und als die Sonne das Gebäude traf, wurde es ganz hell. And the disciples say, und die Jünger sagen, you like it? Na, gefällt dir das? That's the pride of our nation. Das ist der Stolz unserer Nation. We are Adventists. Wir sind Adventisten. We have the truth. Wir haben die Wahrheit. We have the doctrines. Wir haben das richtige We have Dogma. The Sabbath. Wir haben den Sabbat. We have the health. Und die Gesundheitspolitik. We have the state of the dead. Wir haben den Zustand der Toten richtig. Unfortunately, we don't have the state of the living. Leider haben wir nicht den Zustand der Lebenden we richtig. Have the state of the dead. Nur den Zustand der Toten. We have the state of the dead. Wir haben den Zustand we der have Toten. The 2300 days and night prophecy. Die 2300 Abend- und Morgenprophetie. We have the sanctuary. Wir haben das Heiligtum. We have the law. Das Gesetz. We have God's presence. Wir haben Gottes Gegenwart. We know everything. Wir wissen alles. We have the truth. Wir haben die Wahrheit. We are God's people. Wir sind Gottes Israel. Volk. Israel. Don't we think that way many times? Denken wir nicht manchmal genauso? We are God's people. Wir sind Gottes Volk. Are we? Sind wir das? Yes. Ja. Does it give you favors or merits? Gibt es dir irgendwelche Vorteile? Oh. Irgendwelche Privilegien? Only responsibility. Nein. Nur eine Verantwortung. Doesn't give you any merit because you are God's es gibt dir keine people. Vorteile, dass du in Gottes Volk bist, sondern Verantwortung. And they said, we are God's people. Und sie sagten, wir sind Gottes Volk. Now listen carefully. Und jetzt hört genau zu. For 3 years and a half, für 3,5 Jahre Jesus has been telling them again and again, hat Jesus ihnen immer I wieder gesagt, die. I came here to be crucified. The Son of Man will be crucified. I will die. Ich werde sterben. Der Sohn, Menschensohn wird gekreuzigt. Ich werde sterben. Immer wieder hat er es gesagt. Again and again and again and again and again and again. Und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Did they listen? Haben sie gehört? What if you talk to somebody? Was ist, wenn du mit jemandem sprichst? And they don't listen. Und sie hören nicht zu? Even in the last week, Jesus told them, I will be crucified. And Peter says, oh, God forbid. Selbst in der letzten Woche hat er ihnen gesagt, ich werde gekreuzigt werden. Und Petrus sagte, nein, auf keinen Fall. They were waiting for Jesus to? Was haben sie gewartet, was Jesus tun to würde? Restore Israel. Dass er Israel wiederherstellen most powerful würde. Nation. Als die mächtigste to Nation. Give them victory over the Romans. Dass er ihnen den Sieg über die Römer Am I right? schenkte. Habe ich recht? Get them out of slavery. Dass sie aus der Gefangenschaft right? rauskommen. But Jesus, I didn't come for this. Aber Jesus hat gesagt, dafür bin ich nicht da. Ich werde sterben. But they didn't listen. Aber sie haben nicht gehört. Can it be, könnte es sein, that you go to church, dass ihr zur Gemeinde and geht God is telling you something, und Gott sagt euch etwas and immer und immer listen. Wieder und ihr hört nicht? Like in politics. Wie in der Politik. People hear only what they like to hear. Die Menschen hören nur, was sie hören wollen.
People never hear what they don't like. Sie hören niemals, was sie nicht mögen, was nicht bequem ist. Can it be that we don't hear? We have ears, but we don't hear? Kann es sein, dass wir nicht hören, obwohl wir mit unseren Ohren hören? Can you be in the church and yet be lost? Kann man in der Gemeinde sein und trotzdem verloren sein? Huh? Kann oh man? Yes. Oh ja, kann man. 10 virgins, 5 saved, 5 lost. Die 10 Jungfrauen, 5 gerettet, 5 verloren. From 2, 1 taken, 1 lost. Von 2 Leuten, einer wird genommen und der andere ist verloren. Think about it. Denk darüber nach. And they didn't really listen. Sie haben nicht wirklich zugehört. And then, und dann Jesus dies. Und dann stirbt Jesus. And they, instead of saying, oh, he told us, we knew it. Und anstatt dass sie sagen, ja, wir wussten es, er hat uns they gesagt, are desperate. Sind sie verzweifelt. Wir dachten, er wird uns befreien. We thought he would give us comfort. Wir dachten, er würde uns trösten. When I was sick, I prayed, I thought he's gonna heal me. Und als ich krank war, when I lost my job, I prayed, I thought he would give me a job. Er würde mich heilen und ich dachte, er würde mir einen neuen Job geben. I hoped he would give me a house. Ich hoffte, er würde mir ein Haus geben. When my car was broken, I hope he will help me fix the car. Und mein Auto ist kaputt. Ich hoffte, er würde mein Auto reparieren. I didn't come for that. Aber er sagt, ich bin nicht dafür gekommen. Ich bin nicht gekommen, um in euch Bequemlichkeit fact, world, zu geben. You will have trouble. Tatsächlich steht im Wort, ihr werdet Ärger haben. I didn't come to give you this life. Ich habe euch nicht, bin nicht gekommen, um dieses Leben I euch zu geben. To give you eternal life. Ich wollte euch ewiges Leben geben. I didn't die that you have comfort in this life. Ich bin nicht gestorben, damit du in diesem Leben Bequemlichkeit hast, sondern ich bin gestorben, damit du ewiges yet, Leben hast. What do we hear? Und was hören wir trotzdem Pastor, immer wieder? For 3 weeks and God didn't answer my prayer. I've been praying for a job. Pastor, ich habe vor 3 Wochen für eine Arbeit gebetet und mein Gebet wurde is nicht it erhört. Okay to pray for a job? Ist es in Ordnung, für Arbeit zu beten? Yes. Yes, also ja. As long as God comes first and job comes second. Solange Gott as long, an as erster long Stelle steht, as you have right priorities. Solange du die Prioritäten richtig setzt, God is calling. Gott ruft dich. Nein, Gott ruft an. Turn off the telephones and answer only if God calls. Schalte die Telefone aus und nimm nur ab, wenn Gott anruft. Seek first the kingdom of God. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. One time I was preaching and I forgot to turn my phone off and I was called during my sermon. And einmal I said, what is God? Let me see. Oh, it's not God. And I turned it off. Okay. Einmal habe ich gepredigt und man hat mich angerufen. Ich habe geschaut, es ist nicht Gott. Und dann habe ich es ausgeschaltet. Listen very careful. Hört genau zu. Seek first the kingdom of God. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Zuerst. And if you put God first, und wenn ihr Gott an erste Stelle setzt, dann wird er sich um das andere kümmern. But have right priorities. Aber habt deine Prioritäten richtig. Gott an erste put Stelle. First. Gebet an put erste study Stelle. First. Das Studium put an erste Stelle. First. Den Dienst an erste what Stelle. Do we put first? Was setzen wir an erste we Stelle? Put self first. Wir setzen uns selbst an die erste and this Stelle. Way we worship self. Und dadurch beten wir in Wahrheit uns selbst and Jesus an. Told them, I didn't come for this life. Und Jesus sagt ihnen, ich bin nicht für dieses Leben gekommen. We are blind people. Wir sind blinde Menschen. Probably not you. I don't know you. Vielleicht you ihr nicht, ich kenne euch ja nicht. Perfect group in the world. Vielleicht seid ihr die perfekteste no Gruppe sins, in der Welt. No challenges, no problems. Keine Herausforderung, keine Probleme. I am not talking about you. Ich rede nicht von euch. Talking about me. Ich rede von mir selbst. We are blind people. Wir sind blinde Menschen. And let me give you an example. Und lass mich ein Beispiel geben. Time, ich habe mal gepredigt and I had 2 kids, und ich hatte 2 Kinder and a rope, und ein Seil. A string, you know. And one kid was in the front, one kid was in the back of the church. Und ein Kind war vorne und ein anderes Kind war hinten in and der Gemeinde. The rope was from the first to the last one. Und das Seil reichte von at every 5 centimeters, die ganze und alle 5 Zentimeter there was a nut on the rope. War ein Knoten im Seil. A nut. Immer ein Knoten, noch ein Loch, ein Knoten. Every 5 centimeters, many, many. Alle 5 Zentimeter. And I told the church, und ich sagte der Gemeinde, I want you to imagine that this rope is infinite. Ich möchte, dass ihr euch vorstellt, dass dieses Seil unendlich lang ist. Es geht um die ganze it Welt. Goes to the moon, es geht zum it Mond, goes to the sun, zur Sonne, it goes to the universe, das ganze infinite. Universum. And between every nut und zwischen jedem Knoten is 10,000 years. Steht für 10,000 Jahre. 10,000 Jahre. Und ja, das sind 10,000 Jahre. And this is 1,000 years. Und das sind 1,000 Jahre. And this is 100 years. Und das sind 100 Jahre. And that's where you live.
Und das ist, wenn du lebst. And you say, Lord, deine help Zeit. Me here and give me this and help me here and help me here. Und ich bin so, Gott, bitte hilf mir hier und gib mir das. And God says, this is short. Was, this is this what? Is short. Er sagt, das ist kurz. Don't spend your time focusing on this. Verschwende deine Zeit nicht, dich damit auf das zu konzentrieren. Because I want to give you this. Denn ich möchte dir das geben, das and Ewige. You say, no, nein, give me this. Nein, nein, bitte gib mir das Kleine. You understand? Versteht ihr? Paul says, Paulus sagt, that the sufferings from today, dass die Leiden von heute are not even worth to be considered compared to the glory to come. Sind es nicht wert, mit der Herrlichkeit verglichen zu werden, die noch kommen wird. Yet we are blind and deaf. Und wir sind blind Jesus und taub. Is coming, Jesus kommt and we still focus on this life. Und wir fokussieren uns immer noch and auf God dieses is Leben. Calling you und Gott ruft and dich. Says, it's time er sagt, es ist to Zeit, focus on eternity. Sich auf die Ewigkeit zu you konzentrieren. You are citizens of heaven. Ihr seid Bürger des Himmels. This place is not your place. Dieser Ort hier ist nicht euer Germany Ort. Is not heaven. Deutschland ist nicht der Himmel. America is not heaven. Amerika auch nicht. Switzerland is not heaven. Auch die Schweiz nicht. There is Satan everywhere. Satan ist überall. There are problems everywhere. Es gibt überall Probleme. Diabetic people, cancer, Diabetes, divorce, everywhere. Krebs, Scheidung, Depression, überall. Everywhere. Depression, überall. This is not your place. Das ist nicht euer Ort. You are in transit. Ihr seid nur auf Durchreise. Heaven is your house. Der Himmel, das don't ist focus dein Ort. Here. Fokussiert euch nicht auf das focus hier, on heaven. Sondern auf den Himmel. Live as you soon go to heaven. Lebt, als ob ihr sehr, and sehr say, bald no, in den Himmel geht. Leave me alone about heaven. I want this. Und ich sage trotzdem, nein, nein, bitte, lass mich allein mit Himmel, lass mich in Ruhe. Ich will so das. Jesus talks to the disciples. Also sagt Jesus zu den Jüngern. And the disciples say, please bless Jerusalem. Und die sagen, bitte segne Jerusalem. Save us from the Romans. Bitte rette uns von please den Römern. Please give us good homes. Und gib uns ein please schönes give us Zuhause freedom. Und Freiheit. Please give us, you know, what we say in prayer. Ja, ihr wisst schon, was wir im Gebet so sagen. And Jesus says, it's gonna be totally destroyed. Und Jesus sagt, es wird komplett zerstört werden. Es wird eine einzige Tragödie, eine Krise. Ihr werdet einen Stein nicht mehr auf dem anderen vorfinden. And they say, what's und sie sagen, happen, Jesus? Was wird dann passieren, Jesus? And Jesus tells them, und er sagt ihnen, there will be destruction. Es wird Zerstörung geben. There will be signs. Es wird Zeichen geben. There will be wars. Es wird Kriege there geben. Will be pandemics. Und Pandemien. There will be Seuchen. All type of catastrophes. Es wird alle möglichen Sorten von Katastrophen geben. And he says, that's not the end. Aber das ist noch nicht das Ende. It's like a pregnancy. Das ist wie bei der Schwangerschaft. I've never been pregnant. Ich bin noch nie schwanger gewesen. But my wife has been. Aber meine Frau war schwanger. And my wife, when she was pregnant, und als sie schwanger war, she says, when she was ready to give birth, oops, als sie I felt something. Hat sie gesagt, ups, ich habe was gespürt. I said, how was it? Und ich I think gefragt, it was wie a contraction. War es? Und sie sagt, ich glaube, es war eine Kontraktion. Did it hurt? Hat es wehgetan? Nein. 2 hours later, ups. 2 Stunden später, ups. I felt it again. Ich habe es schon wieder gespürt. But it's stronger. Aber es war jetzt stärker. And it hurt a little. Und es hat ein wenig wehgetan. 1 hour later, eine Stunde später, ah, sagt sie. It hurt a lot. Es hat sehr wehgetan. And now it's long. Und jetzt war es schon länger. Half an hour later, eine halbe Stunde später, you know, it kept being stronger in intensity. Es wurde immer stärker in der Intensität. Longer. Es hielt länger an. You follow me? Könnt ihr mir folgen? It kept coming often and more often intensifying. Es wurde immer häufiger und growing immer intensiver. In frequency, growing in pain, growing in intensity. Der Schmerz wurde growing stärker. Es hielt länger an. More and more and more and more and immer, more pain. Immer mehr until Schmerz. It was all pain that she could not move. Es war dann so viel Schmerz, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte. I took her to hospital. Ich habe sie ins Krankenhaus she gefahren. Had so much pain, sie hatte so starke that Schmerzen, I lost 3 pounds. Dass ich 3 Kilo verloren habe. I was watching her and I was perspiring and I started to shake. I was afraid. Ich habe angefangen zu schwitzen and und angefangen said, zu what's zittern. Wrong with you? I have the contractions, not you. Als ich sie angeschaut habe und sie fragt so, was ist los mit dir? Ich habe die Wehen, nicht du. That was gonna happen, my brother and my das sister. Ist, was passieren wird, Bruder und Schwester. One crisis. Eine Krise.
No, it's okay. Two crises. Passt schon. Zweite Krise. Ten crises. Fünf Krisen. 100 crises. 500 crises. All the time crises. 500 Krisen. Small crises. Die ganze bigger, Zeit. Bigger, big. Kleine Krise. Crazy. Größer. Verrückt. Affecting only Germany. Affecting Europe. Erst affecting the whole world. Erst global Deutschland, crisis. Dann Europa und dann die ganze Welt. One, two, five. Eins, zwei, fünf. And they keep growing. Und sie wachsen. And this is what größer. Is happening. Und das ist das, was gerade passiert. If you watch carefully, people say, wenn du genau zuschaust, dann sagen die Leute, ah ja, das ist normal. When COVID came, als COVID this is a crisis. Kam, ah, das ist eine Krise. Now people say, it's normal. Und jetzt am sagen I die right? Leute, es ist normal. Habe ich recht? When first time when the economy collapsed, this is a crisis. Als die Wirtschaft das erste Mal zusammengebrochen ist, eine Krise. Is normal. Und jetzt ist eine schlechte Wirtschaft irgendwie normal. When we had a fire in California, this is a crisis. Right now we have like 500 fires a year, is normal. Als wir ein Feuer in Kalifornien hatten, war es eine Krise und jetzt haben wir so viele Feuer jedes we Jahr. Get used to crisis. Wir werden an Krisen gewöhnt. And they become a new normal. Und sie werden das neue Normal. And we don't see them as signs of the end. Und wir erkennen sie nicht mehr als we don't Zeichen see them des Endes. As the pregnancy signs. Wir sehen sie nicht mehr wie die Schwangerschaftszeichen. Because they don't increase from zero to 100% in one day. Weil sie nicht innerhalb eines Tages von 0 auf 100 it's like gehen. Pregnancy. They increase gradually. Es ist wie bei der Schwangerschaft. Ja, es because they increase passiert gradually, nach und we nach. Get used to them. Und deswegen gewöhnen and wir we don't uns see daran. Them as signs, we see them as normal. Und wir sehen sie als normal und and nicht therefore als Zeichen we don't prepare, because und it's normal. Deswegen bereiten wir uns nicht vor, weil es normal ist. And therefore the second coming will be like a thief. Und deswegen wird die Wiederkunft wie ein Dieb sein. Because we wait for I don't know what crisis to prepare. Hey, the crisis is here. Warum? Weil wir darauf warten, auf irgendeine, was auch immer geartete Krise, auf die wir uns vorbereiten müssen. Aber die Krise ist schon da. Wenn ich ein Wunder sehe, dann bereite ich mich vor. You'll not prepare. Du bereitest you're not dich nicht vor. Du wirst kein Wunder sehen. They came to pick up Jesus and arrest Jesus. Sie kamen dann, um Jesus festzunehmen. Peter took the sword. Petrus nimmt das Schwert and cut the ear of the servant. You und remember? Hat dem einen Knecht das Ohr abgehauen. He was like, und er so, whoa. Blood all over. Überall Blut. Jesus takes the ear from the sand. Und Jesus nimmt das Ohr aus vom Boden. Puts it back. Und gibt zurück. Healed. Geheilt. Isn't that a miracle? Ist das nicht ein Wunder? If I was them, wenn ich sie gewesen wäre, down. Dann, wow. dann wäre ich niedergekniet und it was blood. He touched it and it's healed. Es war Gott this und hat is es God. Berührt. Let's worship him. Es war geheilt und oh, lasst uns ihn anbeten. They saw the miracle. Sie haben das Wunder gesehen. And they still arrested Jesus. Und trotzdem haben sie ihn festgenommen. Because people don't see what they don't like to see. Weil die Leute nicht sehen, was sie nicht sehen wollen. You understand? Versteht ihr? Balaam. Wer? Balaam. Bileam. God says, don't go. Gott sagt ihm, geh nicht. I want to go. That's a good business proposal. Ich wollte gehen. Das ist ein don't gutes Geschäft. Go. Geh nicht. I need to see a miracle to know that it's you. Ich muss ein Wunder sehen, damit ich weiß, dass du es bist. The donkey talks. Der Esel spricht. Die Esel. What if a horse would come to you talking? Hello. Was wäre, wenn ein Pferd zu dir kommt und dich anspricht? Hallo. Imagine a donkey stellt talking. Stellt euch vor, die Eselin spricht. If I was him. Wenn ich er wäre. Wow! The donkey talks! Der Esel spricht! I'll kneel down! Ich Lord, I'm not going! Gott, ich gehe nicht! Balaam beats the donkey. Bileam schlägt die Eselin. Stop talking! Hör auf zu sprechen! A donkey obeys God. Eine Eselin gehorcht Gott. And God's son doesn't obey. God's prophet doesn't obey. Und Gottes Prophet gehorcht nicht. Because he was focused, I wanna go, I wanna go. Weil er darauf fokussiert ist, ja, er wollte gehen, ich people möchte don't gehen. Hear and don't see, except what they want to hear and die Leute see. Hören und sehen nicht das, außer das, was sie sehen und hören wollen. Don't look for a miracle. Wartet nicht auf ein Wunder. Don't look for signs. Auch nicht, wartet nicht auf Zeichen. Signs are all around us already. Die Zeichen sind schon überall um uns herum. Prepare. Bereite dich vor. Prepare. Bereite dich vor. Otherwise, sonst you'll hear the voice, I don't know you. Werdet ihr den Satz hören, ich kenne dich nicht. I want you to think about it. Ich möchte, dass ihr darüber Jesus nachdenkt. Told them the signs. Jesus hat ihnen die Zeichen he said, there will be an increase in signs, like the pregnancy contractions. Er hat gesagt, es wird ein Anstieg sein an Zeichen, wie bei den Wehen. Ja, und das wird immer mehr until und mehr und mehr. It's gonna be a total
universal crisis. Bis es eine totale globale like Krise gibt. Never in history. Wie es sie noch nie in der Geschichte gegeben hat. So bad. So schlimm. That people lose their minds. Dass die Leute total verrückt werden. People would go crazy. Sie würden ihren Verstand verlieren. And then Jesus says, that's not the end. Aber das ist noch nicht das Ende. The gospel is going to be preached everywhere. Das Evangelium wird überall verkündigt werden. Und das ist das Ende. And then they are like, okay. Und, he's like, going like this. Sie reagieren going so, here, oh, okay, und es geht here. Über sie hinweg. Ja, hier rein, da raus. And Jesus tells them how to prepare. Und dann sagt er ihnen, wie sie sich vorbereiten and Jesus says, können. Gives them four parables, und er gibt ihnen vier Gleichnisse, um ihnen zu sagen, wie sie in sich vorbereiten parable, können. Jesus talks about the fig tree. Im ersten Gleichnis spricht er vom Feigenbaum. And says the fig needs to have fruits, not only leaves. Und er sagte, dieser Baum muss auch Früchte haben und nicht because nur Blätter. You'll know them not by their words, but by their fruits. Denn du wirst sie nicht an ihren Worten erkennen, sondern an ihren so Früchten. Basically if you go to church, also wenn du zur Gemeinde what is gehst, good, you should was go. Gut ist, ihr sollt if you do Sabbath school and you talk, you know, brother, I think this is what it means. Oh no, this is what you talk nice, you ja. Know the doctrines. Und in der Sabbatschule unterhaltet ihr euch, oh ja, Bruder, ich weiß, was das heißt und ja, ich weiß, das heißt und ihr unterhaltet euch über das Dogma. And you do that every Sabbath. Und ihr macht das jeden Sabbat. That's not enough. Das ist nicht genug. Unless you have fruits. Wenn ihr nicht Früchte tragt. The fruit of the spirit. Die Früchte des Geistes. Unless you have fruits. Wenn ihr nicht Früchte you tragt. Know how to produce the fruit of the spirit? Wisst ihr, wie man die Frucht des you Geistes hervorbringt? Wisst you ihr know, das? You know how you do it? Wisst ihr, wie das geht? You cannot do it. Ihr könnt es nicht tun. If you are an apple tree, wenn ihr ein Apfelbaum seid, you can never make bananas. Dann könnt ihr niemals Bananen because produzieren. You need to be a banana tree to make bananas. Denn ihr müsstet dafür ein Bananenbaum if you are an apple tree, sein. Wenn ihr ein you Apfelbaum can try seid, hard. Dann könnt ihr so versuchen, wie ihr wollt. So. And you still make apples. Und ihr macht immer noch nur Äpfel. You need to be a banana tree. Ihr müsst ein Bananenbaum and then sein. You make bananas. Und dann macht ihr Bananen. The fruit of the spirit die Frucht des Geistes are the fruit of the spirit. Sind die Früchte des Geistes. Oder they are die Frucht not des Geistes. The fruit of the human nature. Sie ist nicht die Frucht der menschlichen how Natur. Hard you try. Es ist egal, wie hart you du es versuchst. Produce the fruit of human nature. Du wirst immer die Frucht menschlicher to Natur hervorbringen. The fruit of the spirit, um die Frucht des Geistes zu produzieren, you need to have the spirit living. Brauchst du den Geist, der in dir lebt. And the spirit in you und der Geist in dir will produce the fruit of the spirit. Wird die Frucht des Geistes hervorbringen. So instead of trying to produce the fruit of the spirit, you need to invite the spirit every day. Also anstatt zu versuchen, die Frucht des Geistes zu produzieren, musst du den Geist einladen, and jeden Jesus Tag. Tells them about the fruit. Und Jesus erzählt ihnen von der Frucht. You need to produce fruit. Ja, ihr müsst Früchte tragen. Then Jesus talks about the faithful servant or the evil servant. Und dann spricht er von dem treuen Knecht und von dem bösen the master Knecht. Left, der Herr and then the hat master das Land verlassen. Was delayed. He didn't come back. Und dann kommt er verspätet. And they say, when? He should have come. Oh, er sollte ja schon gekommen sein. Was supposed to feed the other servants. Und der eine Knecht sollte eigentlich die to anderen take care of them, ernähren. To und give them physical auf sie achten. Food. Sie ihnen physisches to Essen give them geben. Spiritual food, auch geistliches Essen. To take care of them. Er sollte auf sie Acht geben. But the servant says, ah, the master is not coming. Aber der Knecht sagt, ach, der Meister kommt noch nicht zurück. And he stops feeding the servants. Und er hört auf, die anderen and Knechte zu ernähren. Beating the servants. Und er beginnt sie zu schlagen. Because people who don't work, they abuse the others who work. Denn die Leute, die nicht arbeiten, die misshandeln diejenigen, die arbeiten. There are only two categories in the church. Es gibt nur zwei Kategorien in der Gemeinde. Those who feed the servants. Die anderen Knechte those ernähren. Who work. Und die those arbeiten. Who abuse the ones that work. Und die diejenigen, die arbeiten, misshandeln. Those who criticize the workers. Die Arbeiter I remember kritisieren. We are building a church. Ich erinnere mich, wir bauten mal eine Gemeinde. It was during communism. Es war während des Kommunismus. It was against the law. Es war gegen das if Gesetz. You were caught, you would go to prison. Wenn man dabei erwischt wurde, muss and man ins work Gefängnis. In the night. Also haben wir nachts so gearbeitet. Not be caught. Also damit wir nicht no geschnappt lights, werden. Keine Lichter. No power tools. Keine strombetriebenen Werkzeuge. Alles quiet. Ruhig. And you are working. Und wir arbeiteten. The whole church. Die ganze Gemeinde. Pastor, der Pastor, members, elders, deacons, women, die Diakone men, und children, die Ältesten und die everybody. Frauen und die Kinder, and there was alle. One guy, und da war ein Typ, who didn't work. Der nicht gearbeitet and he was hat. In front of the walls. In front of the that wall is not straight. Ah ja, er stand vor der Wand und that sagt, color is terrible. Diese Wand ist nicht gerade. You do such a bad job. Ihr macht so eine schlechte you should Arbeit. Do it this way. Ihr solltet das so tun. And my father told him one time, und mein Vater sagte you ihm why you see the defects? Weißt du, warum du die he ganzen said, Fehler siehst? Because there are defects. Und er sagte, and ja, my father weil said, but you know why you see them?
Nein, nein, ich meine, weißt du, warum du sie siehst? Because you are not on the wall working. Weil du nicht an der Wand bist und down. Dort arbeitest. If you are up working, you will not see it. Du bist nämlich da unten, und, aber wenn du da oben bist, dann because people who work don't have time to criticize. Denn die Leute da oben, die da arbeiten, die haben people keine Zeit zu kritisieren. The church, die Leute, die die Gemeinde kritisieren, das sind die, die nicht arbeiten. They are those who are spiritually sick. Das sind die, die geistlich krank sind. Because if you are healthy, denn wenn du gesund bist, you pray for the church, you don't dann betest du für die Gemeinde, anstatt sie zu kritisieren. You work for the church, you don't criticize. Und du arbeitest für die Gemeinde, nicht, du kritisierst sie nicht. Sick people criticize. Kranke Menschen kritisieren. Now if you criticize, you need to repent. Also wenn ihr kritisiert habt, dann müsst ihr pray for you. Umkehren von euren Wegen, und ich werde für euch beten. But anyway, back. Jesus says, aber zurück. The faithful servant, also Jesus sagt, instead of being concerned with service, der treue Knecht, anstatt mit dem Dienst beschäftigt zu sein, ist er besorgt über die Zeit. Der Meister ist verspätet, aber Zeit ist nicht eure Sache. What was that? Is Jesus coming this year or next year? Kommt Jesus dieses Jahr oder nächstes Jahr? Time is God's business. Die Zeit ist Gottes Problem. Feeding the servants is your business. Die Knechte zu ernähren, das ist euer Thema. Ja? And let God decide where he ernähre comes. Weiter die Knechte und lass Gott anyway, das and Timing then Jesus bestimmen. Talks about the 10 virgins. Ja, und dann spricht Jesus über die how 10 do you prepare? Jungfrauen. Wie bereitest you du dich vor? Fruit. Ihr produziert Früchte. You take care of the others. Ihr gebt auf die anderen Acht. The 10 virgins. Die 10 Jungfrauen. You're supposed to have light. Die sollten eigentlich Licht haben. By the way, you take care of the others, you feed the servants. When you say you take care of the others. Wenn du auf die anderen Acht gibst. When we moved to Maryland. Als wir einmal nach Maryland gezogen sind. I prayed, Lord, give us a place where we can serve the neighbors. Da haben wir gebetet, Herr, bitte gib mir einen Ort, mit dem wir den Nachbarn dienen können. Because in Kentucky we are serving the neighbors. Denn in Kentucky haben wir genau das gemacht. And they call me the pastor of the neighborhood. Und sie haben mich den Pastor der Nachbarschaft genannt. And I would go from house to house. Und sie sind von Haus zu Haus gegangen. And give them tomatoes. Oh, er ist von Haus zu Haus gegangen, gab ihnen Tomaten. And give them a book. Und ein Buch. And pray with them. Und er betete mit ihnen. And in the beginning I was afraid to pray with them. Und am Anfang hatte ich Angst, mit ihnen zu beten. What if they refuse it? Was, wenn sie das ablehnen? Then I said, you know what? Und dann dachte ich mir, weißt if du they was? Refuse it, they refuse it. What's the problem? Wenn sie es ablehnen, dann machen sie es halt so. I say, can I pray with you? Und ich fragte dann, and kann if they ich mit say ihnen no? beten? Und okay, dann, bye. Und wenn sie nein sagen, dann what's sage ich, okay, tschüss. Was ist das Problem? In this also, world, in dieser when Welt, people are so stressed, wenn die Leute so gestresst sind, people need prayer more than we know. Dann brauchen sie das Gebet mehr, als wir uns vorstellen if you können. Knew their life, you would know that. Wenn du ihr Leben so kenntest, I decided to offer them würdest a du das wissen. Also habe ich mich entschieden, and I was surprised, ihnen Gebet anzubieten. More than 90% wanted to be prayed for. Und ich war überrascht, über 90% wollten, dass ich für sie bete. And after a while they started to love and respect me. Und nach einer Weile fingen sie an, mich zu lieben und zu respektieren. Neighbor, und sie sagten, dieser Nachbar is the one who prays for us. Ist der für uns betet. When I moved to Maryland, als ich nach Maryland gezogen Lord, bin, house, sagte ich, Gott, bitte gib mir ein Haus, mit dem ich den Nachbarn dienen kann. And we found a house. Und wir fanden ein Haus. And this guy to the right, und dieser Typ hier rechts, big beard, ein großer Bart, redneck, 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 ein roter Nacken, Redneck means redneck. Countryside. Ah ja, vor ein Mann vom Lande. You know, big beard. Ja, ein when großer I knocked Bart. In his door, als ich an seine Tür klopfte, he came with a gun. Dann kam er mit einer Waffe. Who are you? What do you want? Wer bist du? Was willst du? I said, I'm your new neighbor. Ich bin der neue Nachbar. Okay. What do you want? Was willst du? I came to give you some tomatoes. Ich bin gekommen, oh, ein paar Tomaten zu geben. Oh, thank you, neighbor. Come in. Ah, danke schön. Komm rein. He gave me a big hug. Dann hat er mir eine große Umarmung strong gegeben. Like. Ja, also richtig stark. Mir blieb die Luft weg. Big muscles. Große. You know, Rambo. Ja, wie ein Rambo. Leave the tomatoes here. Ja, dann leg die Tomaten dahin. Let me give you something. Lass mich dir was geben. I have here some pig meat. Ich habe hier etwas Schweinefleisch. I said, no, thank you. Ich sagte, nein, danke. I have some beehives. Some honey. Ich habe Bienenstöcke, ich habe Honig. I said, oh, okay, I can take oh ja, okay, kann ich nehmen, danke. And I said, I want to pray for you. Und ich sagte, ich will für dich beten. Und you want me to go to your church? Ah, du willst said, ja nur, dass ich zu deiner Gemeinde gehe. Actually, I don't want you to go to my church. Na, eigentlich will ich, dass du nicht zu meiner Gemeinde gehst. Was? Said, no, nicht? Please don't come. Nein, nein, bitte, komm nicht. He says, every pastor told me to go, you tell me not to go? Jeder andere Pastor hat mir gesagt, dass ich da hingehen soll und du sagst mich sonst nicht. I said, yeah, please don't come.
Ja, bitte, komm nicht. Why not? Warum nicht? What if I want to come? Was, wenn ich kommen will? I said, please don't come. Bitte, bitte, kommen Sie trotzdem nicht. Why not? Warum nicht? I said, because if you don't want to come, weil wenn du nicht kommen willst und dann kommst, you are gonna create problems. Dann wirst du Probleme bereiten. And I don't need more problems. Und ich brauche nicht mehr Probleme. I want you to come only when you really thirst for Jesus. Ich möchte, dass du nur dann kommst, wenn du wirklich Durst nach Jesus hast. Ansonsten, bis dahin kannst du zu Hause bleiben. Oh, that's fair. Oh ja, das ist fair. Mhm. Okay. Okay. Then you are not dangerous. Dann bist du nicht gefährlich. What do you want? Was willst du? I want to pray for you. Ich möchte für dich beten. He said, well, my wife is trying to have a baby. Would you pray that she get pregnant? Meine Frau möchte gerne ein Kind. Könntest du bitte beten, dass wir absolutely ein Kind bekommen können? By the way, 9 months later she gave birth. Und 9 Monate später hat sie ein Kind geboren. And I prayed for them. Und ich betete für sie. Then I went to the next house. Und dann ging ich zum nächsten Haus. That guy was mowing the grass for all the neighborhood. He was the what? Mowing the grass. Ah, er mähte den Rasen für die ganze Nachbarschaft. That guy talks a lot. Und er hat viel gesprochen. Viel, ganz he viel. He talks more than I do. Viel mehr als ich noch. And he talks only politics. Und er spricht nur über Politik. Biden and you know Trump and you know Obama. Und Obama, hm. Man, he talked about 20 minutes. I was like, er hat 20 Minuten geredet. Please, Lord, make him stop. Und ich habe gebetet, bitte, Herr, bring ihn zum Ende. Says, okay, neighbor, tell me why you came. Und dann fragt er endlich, okay, Nachbar, sag mir, warum du gekommen bist. Tomatoes. Ich habe hier ein paar Tomaten. Oh, thank you. Oh, danke schön. And I got you a book. Und ich habe dir ein Buch mitgebracht. Okay, I don't read, but okay. Ah, ich lese nicht. I said, that's my book. Ich sag, das ist mein Buch. Oh, then I will read it. Ah, dann werde ich es lesen. And I said, I want to pray for you. Und ich möchte für dich beten. Ah, don't pray for me, pray for my wife, she has cancer. Also bitte nicht für mich, bitte für meine Frau, sie hat Krebs. I prayed for her. Ich betete für sie. By the way, she's still alive. Sie ist immer noch am Leben. I don't know how long. Ich weiß nicht, wie lang. But that was 6+6. I would say 12 years ago. Das ist vor 12 Jahren gewesen. Yeah. I prayed for her. Ich betete für sie. Then I went to the next house. Dann ging ich zum nächsten Haus. Left, across the street. I mean, this links, right, also die Straße. Right, das andere links. Left across the street. Über der Straße. That guy goes to the Nazarene church. Und dieser andere Typ geht zur Kirche der Nazaräer. He lost his wife to cancer. Er hat seine Frau dem. He lost his daughter to cancer. His daughter. Seine Frau und seine Tochter sind beide an Krebs gestorben. His son was in a car accident and he was paralyzed. Und sein Sohn wurde gelähmt durch einen Autounfall. He was alone with his son. Er war alleine mit seinem Sohn. Son was in a wheelchair. Und der war im Rollstuhl. And I said, I am the new neighbor. Und ich sagte, ich bin der neue Nachbar. I came to pray for you. Ich bin gekommen, um für sie I zu beten. Some Romanian food is really good. Ich habe wirklich said, oh, gutes rumänisches Essen. I go to church, but nobody gave me fresh food. I would like to taste it. Und der sagte, ich bin zur Gemeinde gegangen, aber niemand hat mir frisches Essen gegeben. Ich würde es gern probieren. Ich sagte, das ist für dich. Dann betete ich für ihn. Dann hat er seinen Kopf auf meine Schulter gelegt. Dann hat er geweint und sich bedankt. Dann hat er für mich gebetet. Und dann sagte er, Gott hat dich hier platziert, du bist ein guter Nachbar. Und dann bin ich zum Haus gegangen, das links von uns war, auf die andere Seite. Ich klopfte an die Tür. Ich habe ein paar Tomaten. Und ein Buch. You have an accent. Du hast einen Akzent. You are not from America. Du bist nicht aus den USA. No. You immigrants, we hate you. Get out of our country. Get away. Get away. I call the police. Get away. Ihr Immigranten, ihr wollt Amerika zerstören. Ich werde die Polizei rufen. We hate immigrants. Get away. Wir hassen Immigranten. Raus hier. I said, okay. Okay, sagte ich. And then he would get on the deck. On the deck? On his deck, the balcony of his house. Dann ist er auf seinen Balkon gegangen. When he would see me in my front yard. Wo er mich in meinem Vorgarten gesehen going hat. Going to the garden. Wie ich zum Garten gegangen or feeding bin. The dogs. Und die he Hunde scream, gefüttert hat. We hate you, move away from here, go to your country, we hate you, we hate you. Und er rief, ja, wir hassen euch, you are criminals. Zurück in euer Land, ihr seid Kriminelle. You are drug people, we hate you. You're what people? Drug people. Ihr seid Drogenleute, wir hassen euch. And he started to curse me. Und er hat mich verflucht. And to really use bad words. Und hat wirklich schlimme Begriffe verwendet. And to curse God. Und er hat Gott verflucht. And to curse the church. Und die Gemeinde. Every day. Jeden Tag. One day the police came at my door. Eines Tages kam die Polizei we have zu meiner complaining that your Tür. Dogs bark all the time and the neighbor cannot sleep because of your dogs. Wir haben eine Beschwerde, dass ihre Hunde die ganze Zeit bellen und I der said, Nachbar nicht schlafen kann. My dogs are lazy. Ich habe gesagt, meine Hunde sind my faul. Dogs don't bark, don't bite. Sie bellen nicht, sie they beißen nicht. Play. Sie spielen nur. I said, come and see. Kommen Sie und the sehen Sie selbst. Came around the house.
My dogs were und meine Hunde lagen da, haben geschnarcht, said, schlafen. Do you see them barking? Sehen Sie die Hunde bellen? Und er sagt, nein. The neighbor, the farmer. Der Nachbar, der Farmer, der. He had a dog. Der. Man, he had a Chihuahua. Und der hatte einen Chihuahua. Should bark from morning to night. Und der hat die ganze Zeit gebellt. All the time. Die ganze Zeit gebellt. I said, the neighbor's dog barks, not mine. Der Nachbarhund, der bellt, aber nicht meiner. Der Polizist. Next day, the Humane Society came. The Humane Society. Those that make sure that you don't abuse animals. Ah ja, die Leute vom Tierschutzamt sind am nächsten Tag gekommen. We have a complaint from your neighbor that you abuse your animals. Wir haben eine Beschwerde vom Nachbar, dass sie ihre Tiere that misshandeln. That you immigrants abuse animals. I said I don't abuse animals. I spoil them more than I spoil my children. Ich misshandle meine Tiere nicht. Ich verwöhne sie mehr, als ich meine Kinder verwöhne. My animals eat the better food than I eat. Meine Tiere kriegen besseres Essen, als ich esse. I said, come and see. Kommen Sie und sehen they Sie came behind the house. Und dann sind Sie in das Haus gekommen. See the dog house. Und Sie sehen die Hundehütte, isoliert und beheizt. Expensive. Teuer. And they check the food. Und Sie haben das Futter inspiziert. Fünf Sterne essen, ja, teuer. Wow, your dogs have a good life. Oh, Ihre Hunde haben ein gutes Leben. And they left. Und dann sind sie weggegangen. Next day and next day, nächsten Tag the neighbor would call again and again. Hat der Nachbar immer und immer wieder angerufen. Und after hat one year, geflucht. Nach einem Jahr sah ich den Nachbarn und bekam schon Bauchschmerzen. Ich begann den Nachbarn zu hassen. Wife, I hate this neighbor. Ich habe meiner Frau gesagt, ich hasse ihn. Ich when kann I see ihn nicht them, mehr sehen. Ich kriege Bauchschmerzen. Let's wenn move, ich ihn honey. Let's lass move. Uns von hier wegziehen. My wife says, God put you here. Und meine Frau sagt, Gott hat dich hier platziert, um ein Pastor für die Nachbarn zu sein, um sie zu ernähren, um ein Licht für sie zu sein, um für sie zu beten. That's how you prepare. You reach your neighbors. Und so bereitest du sie vor. You so may not be able to go vor. To India or to Africa. Ihr geht zu euren Nachbarn, vielleicht nicht but nach you are Indien supposed oder. To save your neighbors. Aber ihr sollt euren you are the Nachbarn dienen. Ihr seid die Wächter. You are supposed to give a clear sound. Ihr sollt einen klaren Klang abgeben. You are the light. Das Licht you are the seid salt. Ihr. Das Salz seid ihr. If you are not, why are you in ministry? Wenn ihr das nicht seid, warum seid and ihr im wife Werk says, Gottes? Get out of ministry. Und dann sagt meine Frau, ja, verlass like, das Werk. I didn't like my wife anymore. Ich mochte meine Frau nicht mehr. She says, Jesus told you to love your neighbor. Jesus hat dir gesagt, deinen Nachbarn and zu lieben. And to love those who hate you. Und sogar die dich hassen. Jesus loves them. Und Jesus liebt I said, sie. Yeah, God loves them and that's enough. I don't have to love them. Ja, und Gott liebt sie und das ist genug. Ich muss sie nicht mehr lieben. And my wife says, well, und meine Frau sagt, okay, you need to repent. Du musst dich du musst umkehren. Because if you work with the neighbors, denn wenn du mit den Nachbarn that arbeitest, means you love Jesus. Dann heißt das, dass du because Jesus when you liebst. Do it for them, wenn du es für sie tust, you do it for him. Dann tust du es für Jesus. And if you don't do it for them, und wenn nicht für you don't sie, do it for him. Dann tust du es nicht für so ihn. You don't tell me that you love God, also sag du mir nicht, dass you don't du love your neighbor. Gott liebst, wenn du because deinen Nächsten you lie, nicht you don't liebst. Love God. Und weil dann lügst du nämlich, that's dann, how dann you liebst know that du you Gott really nicht. Love God. So weißt du nämlich, if ob du Gott liebst neighbor, oder nicht. Wenn du deinen don't Nachbarn know your nicht neighbor, liebst, dann deinen Nächsten. Wenn du den nicht liebst, dann if you don't reach your neighbor, then you don't know God. Wenn ihr nicht zu euren Nächsten hinausgeht, dann liebt ihr Gott nicht. So you may go to church. Also, wir können zur you Gemeinde gehen Sabbath. Und den Sabbat halten. If you don't care for the neighbor, wenn du dich nicht um deinen Nächsten kümmerst, you are not an Adventist. Dann bist du kein Adventist. You are not a Christian. Du bist kein Christ. I said, what do you want me to do? Und ich fragte, was willst said, du denn, dass how ich long tue? Have you been praying for the neighbors? Wie lange hast du denn für said, die well, I'm gonna pray now. Gemeinde Lord, die please Nachbarn make them stop. Gebetet und okay, dann bete ich jetzt. Said, oh, you just prayed for you. You didn't pray for the neighbors. Oh, du hast gerade für dich gebetet. You need to pray for the neighbors. Just a moment. Also er betete, Gott, bitte mach, dass sie aufhören. Und dann sagt seine Frau zu ihm, du hast gerade für dich gebetet, nicht für deine Nachbarn. I said, Lord, please help my neighbors change. Herr, bitte hilf, dass meine Nachbarn sich said, verändern. No. You need to say, Lord, help me change. Und sie sagte, nein. Gott, hilf, dass ich mich verändere. Help me love the neighbors. Hilf mir, dass ich die Nachbarn liebe. Help me be like Jesus. Hilf mir, dass ich wie Jesus bin. I said, okay, Lord, ich help sagte, me love the neighbors. Okay, Herr, bitte hilf mir, if I die didn't Nachbarn do what my wife zu asked me,
wenn ich nicht gemacht habe, was meine Frau mir sagte, then I don't have peace in the house. Dann habe ich keinen Frieden im Haus. And I have fights for a whole week. Und ich habe eine ganze Woche voller then Kämpfe. I still have to do it. Und dann muss ich es trotzdem so am why Ende struggle machen. For a week? Also warum eine Woche I lang do it kämpfen? And then I have peace. Ich mache es einfach und dann habe ich Frieden. So I said, okay. Und ich sagte I said, dann, Lord, okay, help me change. Bitte Herr, hilf mir, dass ich mich verändere. I said, nah, that's not good enough. Und sie sagte dann, nein, das ist nicht gut genug. What do you want? Was willst du bitte? Says, Jesus, died for the neighbor. Jesus ist für deinen Nachbarn, für deinen Nächsten gestorben. Wenn du ein Christ sein willst, dann musst du beten, bitte Herr, hilf mir für den Nachbarn neighbor? Zu sterben. No! Für diesen Nachbarn nie und nimmer. He is Satan. Er ist Satan. And my wife says, und meine Frau sagt, you need to get out of ministry. Du musst aus dem Werk rausgehen. Kannst nicht mehr Pastor sein. You'll never save anybody. Du wirst niemanden retten. Before you are willing to die for that person. Bevor du nicht bereit bist, für diese Person zu sterben. I went to my room. Also bin ich in mein Zimmer gegangen. I said, Lord, und ich sagte Gott, Herr, please, bitte, save my neighbor. Rette meine Nachbarn. And help me love the neighbor as you love the neighbor. Und hilf mir, ihn zu lieben, so wie because du ihn liebst. Denn sonst I'm not a Christian. Bin ich kein Christ. And if saving the neighbor would cost my life, und wenn das mein Leben kostet, ihn zu retten, you gave your life. Du hast dein Leben gegeben. I'm willing to give my life for the neighbor. Und dann bin ich jetzt auch bereit, mein Leben für den when Nachbarn I said zu geben. That, als ich das gesagt habe, I was really hoping that God doesn't listen. Habe ich wirklich gehofft, dass Gott nicht hört. Because I didn't want to die. Weil ich nicht sterben wollte. But I said, Lord, aber ich sagte, Herr, I give you permission, ich gebe dir Erlaubnis, to even take my life, sogar mein Leben zu nehmen, that would save the neighbor. Wenn das den Nachbarn retten wird. When I pray that prayer, als ich das gebetet you know what happened? Habe, wisst ihr, was dann passiert ist? Nothing. Nichts. The neighbor was still bad. Der Nachbar war immer noch unmöglich. He still cursed me. Hat mich immer noch verflucht. But something did happen. Aber etwas passierte trotzdem. When I saw him, als ich ihn sah, I didn't have stomach pain. Habe ich keine Bauchschmerzen and mehr I didn't gehabt. Have tension and anger. Und keine Anspannung mehr und Ärger in mir. I had peace. Ich hatte Frieden. The neighbor would curse me, der Nachbar hat mich verflucht. And he didn't affect me. Und es hat mich nicht mehr berührt. I had peace. Ich hatte Frieden. 5 days later, 5 Tage später, I hear some noise outside. Höre ich draußen ein Geräusch. I go. Und ich gehe. And the neighbor, 2 dogs, are playing with my dogs. Und ich sehe, wie die 2 Hunde vom Nachbarn mit meinen Hunden spielen. They escaped. Sie sind mich and ausgebüxt. They came they crossed over on our property. Und sind rüber auf unser Grundstück gekommen. And I went outside. Und ich bin rausgegangen. And you know the Bible verse, nothing happens by chance, but all things work together. Ja, nichts passiert einfach nur so, sondern alles dient denen zum Besten. So I started to play with the neighbor's dogs. Also habe ich angefangen mit den Hunden des Nachbarn zu spielen. Goodies, I gave them treats. Und ich habe ihnen so kleine Leckerlis and I gegeben. Gave them a hug. Und ich habe sie umarmt. Pet them. Und habe sie good gestreichelt. Party, good party, come guter here. Hund, guter Hund, komm her. And I was playing with them. Ich habe mit ihnen gespielt. And the neighbor came, hello, und der Nachbar kam, hallo, Rex, hello, Rex. Maxi, hello. Hallo, Hunde, na, Rex, he sees komm. The dogs on my property. Und er sieht die Hunde auf meinem and Grundstück. He froze. Und er ist wie erfroren, wie erstarrt. And I saw him. Und ich sah I ihn. Said, come on, puppy, let's go home. Come on, come puppy. On, come on. Also komm, kleiner Hund, and lass I uns nach Hause gehen. I give him the, here are your dogs. Und dann habe ich sie ihm seine Hunde wieder übergeben. Und er sagte, are you going to call the police on me? Rufen Sie die Polizei jetzt, um property? Zu beschweren, dass meine Hunde auf I ihr said, Grundstück no. gegangen sind. Ich so, nein. I said, come over a little. Und ich sage, hey, komm ein bisschen rüber zu mir. I'm not coming to your place. Ich gehe nicht auf come a little. No. Ja, kommen Sie rüber. Nein. Why? Warum? Did my dog do some damage and you want me to pay for it? Did my dogs chew something or broke something? Haben meine Hunde irgendwas kaputt gemacht und jetzt willst du, dass ich dafür bezahle? I said, no, they nein, didn't nein. do anything wrong. Sie haben nichts falsch gemacht. Come over. Komm einfach rüber. Did my dogs poop and you want me to clean? Haben meine Hunde irgendwo hingemacht und du willst, said, dass no. ich das aufräume? Nein. Come over. Komm rüber. I said, come over nein. a little, 1 minute. Komm einfach rüber, nur eine Minute. Okay. Okay. I took him to the garden. Ich habe ihn dann mit zum Garten genommen. It was on the mountain. Es war auf einem kleinen Hügel. Rock. Felsen. You could not plant a garden. Du konntest dort überhaupt nichts pflanzen. The neighbor's wife
Die Frau des Nachbarn hat versucht, einen Garten anzulegen. All plants died. Alle Pflanzen starben. Nothing, not a plant. Nichts, nicht eine Pflanze. I prayed. Ich betete. I said, Lord, if you give me a garden, wenn du mir einen Garten gibst, Herr, 50% of the garden, dann werde ich 50% davon verwenden, es zu den Nachbarn zu geben, um Freundschaften and zu bauen, mit ihnen zu beten und mit ihnen zu sprechen. And God blessed my garden. Und Gott segnete meinen Garten. Big vegetables. Und ich hatte riesiges Gemüse. I have pictures. Ich habe Fotos hier. 2 kg eggplant. 2 kg Auberginen. 1.5 kg tomato. 1,5 kg schwere Tomate. 1 meter, over 1 meter watermelon. Eine 1 Meter lange Wassermelone. I have proof. I have pictures. Ich habe Beweise. Ich habe es gesehen. I've seen the pictures. It's true. It's true. It's true. Es ist wahr. Ich habe die Bilder gesehen. And I said, come over. Und ich habe gesagt, komm rüber. And I take him to the garden. Und ich nehme ihn mit in den Garten. And I gave him a big basket. Und ich habe ihm einen großen Korb gegeben. Help yourself. Und dann sage ich, bedien dich. This is gigantic. I've never seen anything like that. Ich habe niemals sowas gesehen, sowas. He took 2 tomatoes. Er hat 2 Tomaten and genommen. He left. Und dann ist er abgehauen. Come back. Und ich habe gesagt, komm zurück. Do you want me to pay for the tomatoes? Willst du, dass ich für die Tomaten bezahle? No. Nein. Get more. Nimm dir noch mehr. Why? Warum? They are good tomatoes. Das sind gute Tomaten. Not like those that you buy from Aldi. Nicht die, die du von Aldi kaufst. So I put in his basket, I put tomatoes. Also habe ich seinen Korb gefüllt und Tomaten und Auberginen und Zucchini und Paprika and I put cucumbers und Gurken and I gave him 2 cantaloupes. Und ich habe ihm 2 Melonen gegeben. Watermelon. Und eine Wassermelone. Und er konnte sie kaum tragen. And he put down the basket. Also hat er den Korb abgestellt. Can I call my wife? Darf ich meine Frau anrufen? It's your wife. Es ist deine Frau. Why do you ask me if you can call your wife? Warum fragst du mich, ob du deine Frau anrufen kannst? He calls her and says, honey, come over to the neighbor. Und ich rufe sie an und sagt, Schatz, komm rüber zum Nachbarn. Ich möchte dir etwas zeigen. She says, what neighbor? Welcher Nachbar? And he says, you know. Und er sagt nur, du weißt schon. She screamed, the immigrants? Die Immigranten? He said, Er sagt ja. And she said, is it safe? Ist es sicher? Fragt sie. He said, Und er sagt ja. Should I take our son to protect us? Soll ich unseren Sohn mitnehmen, um uns Her zu beschützen? Son is in the military academy. Big guy. Ihr Sohn war nämlich in der Militärakademie, ein großer Kerl. She came with her son. Sie kam mit ihrem Sohn. And he says, come over. Und er sagt, komm rüber. He took her to the garden. Und dann hat er sie zum Garten geführt. She says, wow. Und sie staunte, wow. What have you done? Was hast du getan? Said nothing. Ich sagte gar nichts. I pray. Ich bete. She says, you joke. Ja, du scherzt doch nur, sagt no, sie. Watch it. Nein, nein. You see how big they are? Siehst du, wie groß sie sind? And I said, have some fruit, some vegetables, ja, take some. Nimm dir was, ja, Früchte. She says, und my husband has already too much. Ja, mein Mann hat schon so viel. Ich habe ihr auch einen Korb gegeben. Fill it up. Und gesagt, ja, says, but it's too much. Füll den Korb. Und I sie said, sagt, give es your ist children. Viel. Und ich sage, gib es deinen Kindern. Give your friends. Oder zu deinen Freunden. Use the tomatoes to give to somebody in need. Nutz die Tomate und gib sie jemandem bedürftig. Too much. Wir haben zu viel. And she said, why do you do that? Und sie fragte, warum machen Sie das? Don't you know that we hate you? Wissen Sie denn nicht, dass wir Sie hassen? I said, I know. Ich weiß, sagte ich. But I don't think you hate me. You just don't know me. Aber ich glaube nicht, dass Sie mich hassen. Ich glaube, Sie kennen mich einfach nur nicht richtig. And we are supposed to love one another. Und wir sollen doch eigentlich einander lieben. We are supposed to take care of one another. Und wir sollen doch eigentlich aufeinander Acht geben, we are oder? Supposed to pray for one another. Und füreinander beten. So I want to be a good neighbor. Also will ich einfach ein guter Nachbar sein. And I want to love you. Und ich möchte euch lieben. She started to cry. Sie begann zu weinen. She was crying. Sie hat so geweint. And she said, I'm really sorry. Please forgive us. Und sie sagte, es tut mir so leid, okay. Bitte vergeben Sie uns. If you knew my mistakes, und ich sage, es ist schon in Ordnung, wenn ihr meine Fehler kennen würdet. I am a sinner just like you. Ich bin auch ein Sünder, genauso wie ihr. You are a very good person. Und sie sagen, nein, sie sind ein sehr guter person. Mensch, sehr geduldig, sehr I said, liebevoll. You better talk to my wife. Und dann habe ich gesagt, Sie sprechen besser mal mit meiner Frau. And then she says, I am sick. Und dann sagt sie, ich bin krank. I cannot sleep. Ich kann nicht schlafen. I take a bunch of pills. Ich nehme ganz viele Pillen und kann immer noch nicht schlafen. I get angry. Und dann werde ich verärgert, wütend. And she says, I get angry with everybody. Mit allen werde ich wütend. Would you pray that God helps me sleep? Würden Sie bitte beten, dass Gott mir hilft einzuschlafen? And I got them together. Und ich habe sie dann zusammengenommen, and I put my hands around habe meine Arme um sie gelegt and I prayed for them.
Und ich habe für sie gebetet. And then I said, tomorrow I'm going to pray for you again. Morgen werde ich wieder für euch beten. Ich werde jeden Tag für euch beten, like bis sie wie ein Baby schlafen. And she said, God put you here. Und sie sagt, Gott hat dich hier platziert. Thank you. Danke. How do you prepare for the second coming? Wie bereitet man sich auf die Wiederkunft vor? I go to church. Oh, ich gehe zur Gemeinde. Pharisees went to church. Die Pharisäer gingen auch zur Gemeinde. Oh, I know the doctrines. Oh, ich kenne die Glaubenspunkte. Satan knows the doctrines. Satan kennt die Glaubenspunkte. Am I right? Habe ich nicht recht? Should we know the doctrines? Sollten wir unsere Glaubenspunkte kennen? Yes. Ja. Should we go to church? Sollten wir zur Gemeinde gehen? Yes. Ja. Is it enough? Ist es genug? No. Nein. How do you prepare for the second coming? Wie bereitet man sich auf die Wiederkunft vor? You pray. Man betet. You study. Ihr studiert. You serve. Ihr dient. You care for the neighbors. Kümmert euch um die Nachbarn, you um eure Nächsten. You represent Jesus. Ihr repräsentiert to a Jesus perishing world. Vor einer sterbenden to Welt. A world that is stressed. Ihr repräsentiert ihn vor einer gestressten Welt. A world that is far from God. Einer Welt, die weit weg von Gott so ist. Many times we are not different than the world. Oftmals sind wir gar nicht so viel anders als die Welt. And Jesus is coming. Und Jesus kommt. And God is calling you. Und Gott ruft dich, to be different. Auf anders zu sein. To love those who hate you. Nämlich die zu lieben, die dich hassen. To serve those who are selfish. Denen zu dienen, die eigentlich selbstsüchtig sind. Nicht denen, die dich lieben, sondern denen, die dich hassen. Those who don't deserve it. Die es eigentlich nicht verdienen. Because Jesus died for you when you were a sinner. Denn Jesus starb für dich, als du ein Sünder warst. And Jesus calls you to work with people. Und Jesus ruft dich auf, mit Menschen zu arbeiten. The 10 virgins, Jesus says, this is how you prepare. Die 10 Jungfrauen sagt, you are a light. Jesus sagt, so bereitet man sich vor, ihr seid das for Licht a dark world. Für eine dunkle Welt. If you have talents that God gave you talents, because you do have. Wenn ihr Talente habt und ja, Gott hat euch you Talente don't use gegeben, those talents for you. Dann nutzt sie nicht für euch selbst, use them for the neighbor. Sondern für den Nächsten, für den Nachbarn. To be a blessing for the neighbor. Um für die ein Segen zu sein. Do you pray in the morning and say, God bless me? Betet ihr am Morgen, Gott segne mich? Because you'll never get a blessing. Dann werdet ihr nämlich nie ein Segen erhalten. It's a greater blessing to give than to receive. Es ist ein größerer Segen zu geben als zu empfangen. Or you pray in the morning and say, God, make me a blessing. Oder betest du am Morgen und sagst, Gott, bitte mach mich because zu einem Segen. Because when you bless others, denn wenn du andere segnest, that's when you are blessed. Dann wirst du selbst gesegnet. When I went many times to Cuba. Ich bin viele Male nach Kuba gereist. You may have heard the story already. Vielleicht habt ihr die Geschichte schon one gehört. Time when I went to Cuba, einmal als ich nach Kuba gereist a lady was bringing 150, 200 children to church every night. Hat einmal eine Frau 150, 200 Kinder zur Gemeinde gebracht, jede Nacht. Some of the parents. Jeden Abend und einige der Eltern. I said, what do you tell them? Und ich habe mich gefragt, so, was erzählst du denen? Erzählst du ihnen von unseren Glaubensüberzeugungen? Said, nein. What do you tell them? Was erzählst du denen? He says, I don't tell them anything. Und ich habe ihnen gar nichts erzählt. It's not what you say. Es ist nicht, was it's du sagst, sondern was du tust. And so I said, what do you do? Und ich sage, was tust and du? And she says, come and see. Und sie sagt, komm sie selbst. Tomorrow 2:00. Komm sehen, morgen um 2:00. I didn't go to her because I was alone. Ich bin a nicht man. Zu ihr gegangen, ich war allein, so ich war I took ein the Mann. Pastor with me. Also habe ich den Pastor mitgenommen. Tomorrow 2:00, we went morgen to visit um 2:00. Her. Am nächsten Tag sind wir zu ihr gegangen. I have zu the besuchen. Picture of her house in the computer. Ich habe ein Foto von ihrem Haus auf dem Rechner. Really small. Wirklich klein. From Jan. Von Jan to bis dahin. From this wall. Von dieser Wand to here. Bis hier vorne ungefähr. Smaller than my wife's walk-in closet. Also kleiner als der Gehschrank, begehbare Schrank meiner Frau. Small. Klein. Two beds. Zwei Betten. Bunk beds. Also Doppelstockbetten. Hier three children. Hier drei and Kinder. Here wife and husband. Und grandmother and grandfather. Mann und Mutter, Großvater, Großmutter. A little space between the two beds. Ein bisschen Platz zwischen den Betten. A small round table. Ein kleiner runder Tisch. A small camping stove. Ein kleiner Campingkocher. And three chairs. Und drei Stühle. That's it. Oh. Das war's. Das war alles. Puh. Oh. At 2:00. Um 2 Uhr many children, many, kamen ganz, know, ganz 300, viele, many children. 200, 300 Kinder kamen. And she said, in front of the house, on dirt, there was no asphalt. Und sie dirt. Saß vor dem Haus, im Dreck, aber kein Asphalt. She said, sit down. Und sie sagt, setzen they all Sie sat sich. Down.
Und die alle haben sich hingesetzt. And said, give me the papers. Und dann sagt sie, gebt mir das Papier. Said, what paper? Und ich frage sie so, says, welches Papier? I tell you later. Ich erzähle es Ihnen später, sagt sie. And they gave the paper. Und dann haben sie das and Papier eingereicht. Formed a line. Und dann haben sie sich aufgestellt they in einer Reihe. With a plate. Sie kamen mit einem Teller. And she started to put rice. Und sie hat ihnen Reis Next one, aufgegeben. Rice. Next one, nächster Reis. Reis. Nächster and the kids Reis. Sat down and they started to eat. Und die Kinder setzten sich hin und sie begannen zu essen. And then, while they were eating, she told me. While they were eating. Und während sie aßen, hat sie mir dann erzählt. She said, these children. Diese Kinder, sagt are very sie, poor. Die sind sehr arm. They don't have food. Sie haben kein Essen. Sometimes they don't eat 2-3-4 days. Manchmal essen sie für 3-4 Tage nicht. No food. Kein Essen. Most of their parents don't have a job. Die meisten der Eltern haben keine Arbeit. God blessed me. Und Gott hat mich gesegnet. I have a job. Ich habe eine Arbeit. My salary is $14 a month. Mein Gehalt ist $14 pro Monat. 14. 14. That's a small salary. Das ist ein sehr kleines Gehalt. And she says, I cannot buy a lot of food. Ich kann nicht viel Essen kaufen. But I can use my salary to buy rice. Aber ich kann Reis kaufen. And this way, und auf diese Art und Weise I don't eat alone. Esse ich nicht alleine. I feed the whole neighborhood. Ich ernähre die ganze Nachbarschaft. And I am happy. Und ich bin glücklich, that God is using me to bless dass the Gott mich gebraucht, um die Nachbarn zu segnen. But Jesus didn't call me only to feed them with physical food. Aber Jesus hat mich nicht berufen, sie nur mit because physischem Essen zu people ernähren. Don't live only with bread. Denn der Mensch lebt ja nicht von Brot I want allein. Them to be in heaven. Ich möchte, dass sie in den Himmel kommen. When they eat, also wenn sie essen, after they finish, nachdem sie gegessen I tell haben, them a story. Erzähle ich ihnen eine Geschichte. Noah und die Flut. Noah und die Flut. Daniel in the lion's den. Daniel in der Löwengrube. I tell them a story. Ich erzähle ihnen Geschichten. But kids don't listen. Aber die Kinder hören nicht they zu. Sie so sprechen make sure that they listen. Also um sicher zu gehen, dass sie auch hören, erzähle ich ihnen. Tomorrow you cannot come back. Morgen könnt ihr nicht wiederkommen. Tomorrow you cannot eat rice. Morgen könnt ihr nicht Reis essen. You need to remember the story. Ihr müsst euch an die Geschichte erinnern. And then you can come back tomorrow. Und dann könnt ihr morgen zurückkommen. And I want to make sure that you listen. Und ich möchte sicherstellen, so dass ihr wirklich hört. Also werdet ihr Folgendes you go tun. Home, ihr geht nach Hause and you tell your parents the story. Und erzählt euren Eltern die Geschichte. Und wenn die Eltern unterschreiben auf dem Papier, dass ihr euch die Geschichte gemerkt habt, tomorrow. Dann könnt ihr morgen wiederkommen and und essen. Said, this way, und sie sagt, auf diese they Art und listen Weise to the story, hören sie sich die Geschichte and an they evangelize their parents. Und sie zeigen es, geben sie ihren because Eltern I cannot weiter. Tell the parents, weil ich den Eltern das nicht erzählen but they kann. Can. Aber sie können es. And this way I can reach the parents too. Und auf diese Weise kann ich die Eltern and auch she erreichen. Says, God is using me Gott gebraucht mich and my salary und mein Gehalt, to reach the whole neighborhood. Um die ganze Nachbarschaft zu erreichen. And after I tell them so many stories, und deswegen erzähle ich ihnen so and viele they tell Geschichten. The parents, und sie erzählen es ihren they Eltern. Come and ask more. Sie kommen und and they fragen say, nach why mehr. Would you sacrifice your salary for us? Und sie fragen mich, warum opferst du dein Gehalt and she für says, uns? I am praying for you. Und sie sagt dann, ich antworte, and ich then bete they come für to sie. Church. Und dann kommen sie in die Gemeinde. And she says, God is using me. Gott gebraucht and there will be people in heaven for eternity. Und es werden Leute im Himmel sein because für alle of my Ewigkeit, rice. Wegen meines Reis. And then, und dann the kids came to her. Kamen die Kinder zu ihr. She gave her a big hug. Und sie haben we love you. Wir lieben dich. And they left the next one a hug und and kissed her auch. And left her. Und jeder bekommt einen Kuss und eine Umarmung. Tears. Und sie hat and she Tränen said, in den Augen. It's the greatest blessing of my life. Es ist der größte Segen für mich in meinem makes ganzen me really Leben. Happy. Es macht mich so really glücklich. A blessing for me. Es ist eigentlich ein Segen für mich. Have you ever, when you were a kid, watched Muppets? Habt ihr als Kinder mal the die cartoons? Muppet Show geschaut? Diese Muppets have a big mouth. Die Muppets, die haben einen großen from Mund. Ear to ear. Von Ohr zu when Ohr. They talk, they open the whole head. Und wenn sie reden, dann öffnen sie den ganzen she Mund. Had a mouth like the Muppets. Sie hatte einen Mund wie she die Muppets. Opened the big mouth. Sie öffnete den I am blessed. Und dann sagte sie, ich bin die Beste. She said, I am happy. Ich bin glücklich. And I was ashamed of myself. Und ich habe mich geschämt für because mich I selbst. Have a good salary. Denn ich hatte ein ganz a anderes nice house. Gehalt. Ein schönes Haus. A nice car. Ein schönes Auto. 3 refrigerators. 3 Kühlschränke. 3 freezers. 3 Gefriertruhen. Filled with food. Die mit voll von and Essen I always waren. Complain, honey, we don't have enough. Und ich habe mich immer beschwert, Schatz, wir haben nicht genug. And that lady und diese Dame had $14 hatte $14 a month pro Monat. And she fed
Und sie ernährte die ganze Nachbarschaft mit ihrem Gehalt. Und sie war glücklich und zufrieden. Und sie war gesegnet. And I said, why do you do that? Und ich fragte, warum tun sie das? And she says, und sie sagte, whatever God gave me, was auch immer Gott mir gibt, he didn't give it to me, so I keep it selfishly. Hat er mir nicht gegeben, damit ich es für mich behalte. He gave it to me, er gab es mir, so I bless others. Damit ich andere damit and she said, the more I segne. Bless others, und je mehr ich das tue, the more I am blessed. Desto mehr bin ich gesegnet. Are you blessed? Seid ihr gesegnet? Do you understand? Versteht ihr? How do you prepare for the second coming? Wie bereitest du dich auf die Wiederkunft me, vor? Our time is up. Ja, unsere Zeit ist schon and vorbei. We didn't go to the sermon. Und wir haben noch nicht mit der the Predigt sermon begonnen. Has 60 slides. Die Predigt hat 60 and Folien. We didn't do only one slide. Und wir haben nur eine uns vorgenommen. But I want to emphasize something. Aber ich möchte etwas hier hervorheben. Jesus tells them about the signs. Ja, Jesus erzählt ihnen von tells den Zeichen, them about catastrophes. Von den Katastrophen. Tells them about all these pandemics and und economical crisis und die ökonomischen and Krisen wars und die Kriege and all this stuff und das ganze Zeug erzählt and er ihnen Jesus tells them und dann sagt er ihnen that the gospel is gonna be preached to everybody, dass das Evangelium allen verkündigt and then wird Jesus tells them und dann sagt er ihnen that they need to be ready, dass sie bereit sein sollen. Be ready. Seid bereit. Because the Son of Man comes in the moment that you don't know. Denn der Menschensohn kommt in einem zu einer Zeit, wo ich es nicht therefore erwartet. He says, be ready. Deswegen seid bereit. And that's a present continue tense. Und das ist eine ein Präsens Continuum that means Zeitform. Today. Das heißt heute. Today. Heute. Every day. Jeden Tag. Continually. Be ready. Kontinuierlich. Seid and bereit. And he tells them how to be ready. Und er sagt ihnen, wie sie bereit sein können. And he tells them you need to produce fruit. Und er sagt ihnen, ihr müsst Früchte hervorbringen. Ihr müsst die anderen you ernähren. Need to be a light. Ihr sollt ein Licht you need sein. To use your talent, your gifts. Ihr sollt eure Talente, eure Gaben because verwenden. Jesus is gonna divide people into groups. Denn Jesus wird die Leute, die Menschen in zwei Gruppen teilen. Und er wird zu der einen Gruppe I was sagen, in prison, I was hungry, ich war im Gefängnis, ich war hungrig und ihr seid you nicht remember? Gekommen. Ja, ihr erinnert euch? But then, aber dann Jesus says, sagt Jesus, it's gonna be like in Noah's day. Es wird wie zur Zeit Noahs sein. People ate, die Menschen aßen, people were married, sie heirateten, people planted gardens, sie haben Gärten people angelegt, built homes. Sie haben Häuser gebaut. What is wrong with that? Was ist damit falsch? Is it a sin to eat? Ist es eine Sünde zu essen? No. Nein. Is it a sin to get married? Ist es eine Sünde, sich zu God heiraten? God told Adam and Eve to get married. Gott hat Adam und Eva gesagt, Jesus dass sie heiraten sollten. A miracle to a wedding. Jesus hat ein Wunder auf einer Hochzeit gewirkt. They ate. Sie they aßen, got married. Sie they built homes. Is it a sin to build a house? Ist es eine Sünde, ein Haus zu bauen? They planted gardens. Is it a sin to plant a garden? Ist es eine Sünde, einen Garten anzulegen? Then what's the problem? Also was ist denn das Problem? It's called routine. Man nennt es Routine. You don't feel the need to change. Because you didn't do anything wrong. Ihr habt vielleicht nicht das Gefühl, dass ihr euch verändern you müsst, weil ihr nichts church, falsch gemacht habt. Ihr geht zur Gemeinde. You sing Kumbaya, ihr singt Kumbaya. You pray, ihr betet. You know the truth, ihr kennt die Wahrheit. You go home, und ihr geht nach Hause. You eat healthy, und esst gesund. You keep the commandments, und haltet die Gebote. You read the Bible, ihr lest die Bibel. You go to church again next und week, geht wieder nächste Woche zur Gemeinde. You are okay. Ihr seid okay, ihr seid in Ordnung. In the morning you wake up, am Morgen wachen wir auf. You pray quick. Wir beten schnell. And then you read a chapter from the Bible. Und lesen dann ein Kapitel aus der Bibel. Und dann gehen wir zur and then Arbeit. You come from work. Und dann kommen wir von der and Arbeit. You watch the stupid news dann schauen CNN. Wir uns die lächerlichen Nachrichten auf CNN an. And then you do one lesson from Sabbath school. Und dann gehen wir vielleicht and eine die Lektion durch. Prayer. Und sagen nochmal ein schnelles Gebet und dann gehen wir ins Bett. And tomorrow the same. Und morgen das Gleiche. And Tuesday the same. Und Dienstag das and Gleiche. Wednesday the same. Und Mittwoch auch. And Thursday the same. Und Donnerstag ebenso. Every day the same. Jeden Tag das Gleiche. Saturday you don't go to work, you go to church. Am Samstag geht ihr natürlich arbeiten. Sunday you go to the forest, nicht arbeiten. And then you clean the house. Und dann Monday you go to work. Am Sonntag putzt ihr das Haus, am Montag geht ihr zur Arbeit. Tuesday you go to work. Am Dienstag zur Wednesday Arbeit. You go to work. Mittwoch zur Arbeit. If Thursday you don't go to work, you think it's Sabbath. Und am Donnerstag gehst du nicht zur Arbeit, weil du denkst, es ist Sabbat.
And you develop a routine. Und ihr entwickelt eine Routine. Every day is the same. Und jeder Tag ist you gleich. Don't do anything wrong. Ihr macht überhaupt you nichts go to falsch. Work, geht arbeiten. You go home, ihr geht nach Hause. You sleep, ihr schlaft. You eat, ihr esst. You work in the garden, arbeitet im you Garten. Don't do anything wrong. Ihr macht da gar nichts and falsch. Every day is the same. Und jeder Tag ist and gleich. You don't need to change because you didn't do anything wrong. Und ihr müsst euch gar nicht verändern, weil ihr nichts falsch gemacht and habt. Every day is the same. Und jeder Tag ist gleich. And days fly. Und die Tage fliegen. Yesterday was Christmas. Gestern war Weihnachten. Tomorrow is Christmas again. Und morgen ist schon wieder Weihnachten. Another year. Ein weiteres it's 2023. Jahr. Oh, es ist schon 2023. This year went really fast. Dieses Jahr ist sehr schnell vergangen. Year after year. Jahr um Jahr. And you do the same every day. Und man macht jeden Tag das Gleiche. And it becomes routine. Und es wird eine Routine. And if you don't change today, und wenn ihr euch nicht heute verändert, you don't change tomorrow. Dann werdet ihr euch morgen auch nicht verändern. And another year passes. Und ein weiteres Jahr vergeht. And Jesus says, und get Jesus sagt, out of routine. Und Jesus sagt, kommt raus aus der Routine. There is no more time for routine. Es ist keine Zeit mehr für Jesus Routine. Jesus is coming. Jesus kommt. Look around. Schau dich um. You should know the prophecies. Ihr solltet die Prophetien there kennen. There is no more time for routine. Es gibt keine Zeit mehr für it's Routine. Time to get out of your normal. Es ist Zeit, aus dem Normalen rauszukommen. It's time to have right priorities. Es ist Zeit, endlich richtige Prioritäten it's time zu setzen. To put God first. Es ist Zeit, Gott an erste Stelle what's zu stellen. What's the benefit to have a job and lose salvation? Was ist der Nutzen, einen Job zu haben, aber seine Erlösung zu verlieren? What's the benefit to have a house and lose salvation? Was bringt es dir, ein Haus zu haben, it's aber seine burn. Erlösung zu verlieren? Es wird zu einer Last. I am not saying give up your job. Ich sage nicht, gebt euren Job auf. I'm saying put God above your job. Ich sage, stellt Gott voran, also eure Arbeit. Put eure God Arbeit. Above your house. Stellt ihn über euer Haus. Put God first. Gesetzt ihn an erste seek Stelle. First the kingdom of God. Trachte zuerst nach dem and Reich trust Gottes. That the other things will be provided. Und dann vertraue darauf, dass das andere damit auch get kommt. Out of routine. Komm raus aus der Routine. Have right priorities. Setz deine Prioritäten wake richtig. Up early in the morning. Wach früh auf. Steh früh put auf. God first. Und setze Gott an erste Stelle. Pray. Bete. Study. Studiere. Invite God's presence in your life. Lade Gott ein in deinem Lord, Leben I want you more than my job. Gegenwärtig zu sein und I want you Herr, more than life. Ich möchte dich mehr als meinen Job I und meine Arbeit. You. Ich brauche please dich. Come into my life bitte today. Komm heute in mein come Leben. In my family. In das Leben meiner Familie. I want to be ready. Ich möchte bereit sein. Open my eyes bitte to öffne love the meine neighbor. Augen und lass mich den Nachbarn help lieben. Me see the opportunities you give me to be a blessing for the neighbor. Lass mich die Gelegenheiten sehen, die du mir gibst, ein help Segen me to zu reach sein. The neighbor. Hilf mir den Nachbarn zu help erreichen. Me to forget self. Hilf mir mein not selbst to be selfish. Zu vergessen, nicht selbst make zu me a sein, blessing. Sondern mach mich zu einem make Segen. Me a light. Ein Licht. Make me like Jesus today. Mach mich heute wie Jesus. When you pray that prayer, wenn du das betest, God is gonna answer that prayer. Dann wird Gott dieses Gebet beantworten. When you forget self, wenn du dein Selbst and vergisst put God first, und Gott an erste Stelle and put the neighbor setzt first. Und auch den Nachbarn. In the morning we don't have time. My time is up. Ja, morgen, ja, wir in haben the morning, keine Zeit mehr. I told the young people, heute Morgen habe ich den Leuten hier im Workshop erzählt, story. Jungen Leuten, eine Geschichte habe ich ihnen erzählt. I was coming from California. Ich bin aus Kalifornien gekommen. I was really, 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 really tired. Und ich war sehr, sehr müde. And I mean tired. Und ich meine wirklich müde. Yeah, this wire. Oh, dieses. Anyway, I do this and then it doesn't bother me anymore. Ja. Ja, ich ziehe einfach die Jacke aus und dann stört es mich nicht mehr, das Kabel. I was tired. Ich war müde. And I was supposed to fly from California und ich sollte to Atlanta. Von Kalifornien nach Atlanta fliegen. And I was supposed to leave at 11 p.m. Und ich sollte abends, am Abend um 11 Uhr fly until 5 a.m. Losfliegen und bis 5 Uhr fly morgens the whole fliegen. Night. Die ganze Nacht. Because you lose 3 hours. Weil du nämlich 3 Stunden verlierst, Zeitumstellung. And I was after a Sabbath that I preached 6 times. Und das war nach einem Sabbat, an dem ich 6 Mal gepredigt hatte. I was tired. Ich war müde. So I prayed. Also betete Lord, ich. Please take care of Gott, me. Bitte. Take care of me. Gib Acht auf mich. Don't let dich anybody um mich. Sit next to me. Lass niemanden im Flugzeug neben I want mir to sitzen. Have 3 seats so I ich can möchte sleep. 3 Sitze haben, sodass ich schlafen kann. And God impressed me. Und Gott gab mir dann den Gedanken and said, und sagte, is this what you should pray? Ist das, wie du beten solltest? Or you should pray, Lord, make me a blessing. Oder wolltest du nicht beten, Gott, mach mich zu Lord, einem Segen? I want to be a blessing, but tonight would you bless me? Herr, ich möchte ja ein Segen sein, aber würdest du mich heute Nacht bitte mal zur Abwechslung segnen? And God didn't answer. Und Gott hat I said, Lord, I really, 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 really want to sleep. Und ich sagte, Gott, ich möchte wirklich, wirklich and schlafen. Said, that's not what you preach.
Und Gott sagte, aber Pavel, das ist nicht das, was du predigst. I said, okay, Lord. Okay, Herr. I give up my sleep. Ich gebe meinen Schlaf auf. And God said, who gives you health? Und dann sagte Gott, wer gibt dir deine Gesundheit? You give me health. Du gibst mir Gesundheit. Don't you trust me that I will bless you? Glaubst du mir nicht, vertraust du mir nicht, dass ich dich segnen werde? Ja. And I said, okay, Lord, und ich sagte, okay, Herr, if somebody needs a blessing, wenn jemand einen Segen let braucht, them next to me. Lass sie neben mir sitzen. When I said amen, als ich Amen sagte, a big lady sat kam next eine to me. Wirklich große Dame, die sich neben mich setzte. She took her chair, sie hat ihren part Sitz of my eingenommen chair, so I was like, und einen Teil von meinem Sitz, sodass ich so and saß. Then another big lady came und eine on this andere side. Große Lady and setzte sich links chair, von mir hin. And part of my chair, and I was like, und auch sie said, nahm mehr als ihren Sitz why ein. Did I pray this prayer? Und ich fragte mich, warum habe ich is das the worst gebetet? Trip of my life. Das ist die schlimmste Reise meines Lebens. 5-6 Hours. 5-6 Stunden. I'm gonna die. Ich werde sterben. And that lady started to cry. Und die Lady rechts von mir begann zu weinen. I said, can I help you? Und ich fragte, kann said, ich Ihnen helfen? No. Und sie sagte, nein. Okay. Okay. This lady says, how can you help her? Und die Lady links sagte, wie können Sie Ihnen helfen? I can pray for her. Und ich sagte, ich kann für Sie beten. Oh, you believe in prayer? Oh, Sie glauben an Gebet? I said, yes. Und ich sagte, me too. Ja, ich auch. I said, okay, tell me about prayer. Okay, sagte ich, erzählen Sie mir übers Gebet. And she started to talk. Und sie fing an zu reden. She talked 10-15 minutes. 10-15 Minuten redete sie. I was listening. Ich hörte zu. I didn't tell her, hey, I'm a pastor. Ich habe ihr nicht gesagt, hey, ich bin ein Pastor. I know about prayer. Ich weiß ums Gebet. I was listening. Ich hörte nur zu. And after she finished, und als sie fertig she said, war, you are a good man. Sagte sie, Sie sind ein guter Mensch. I kept quiet. I didn't say yes because I didn't want to lie. Ja, und ich hielt mich zurück, ja, ich wollte nicht lügen. And she said, you are a good man. Und sie sagte, Sie sind ein guter you know Mensch. Sie wissen, wie man you zuhört. Care for people because you listen. Sie kümmern sich um die Menschen und hören and ihnen zu. She said, tell me what you think about prayer. Sagen Sie mir doch mal, was Sie über das I Gebet didn't give denken. Her the theology of prayer. Und ich habe ihr nicht die gesamte Gebetstheologie ausgelegt, sondern ich habe ihr eine Geschichte erzählt, wie she Gott like, Gebet wow, beantwortet. Wonderful. Und sie hat gestaunt, oh, wundervoll. The other lady started to listen. Und die andere Lady hat dann angefangen she says, well, zuzuhören. I guess you can help me. Und dann sagt sie, oh, vielleicht können you Sie can mir helfen. Pray for me. Sie können vielleicht für mich beten. I said, what do you want me to pray for? Und ich frage sie, für was soll ich beten? She said, when I got on the plane, als ich ins Flugzeug kam, sagte sie, habe ich von meinem Mann eine SMS bekommen, dass er sich von mir scheiden pray lassen will. Bitte beten Sie für mich. The story is long. Die Geschichte ist lang. I prayed for her. Ich betete für sie. She was still crying. Sie weinte immer noch. She says, what can I do so I forget about divorce? Was kann ich tun, fragte sie, damit ich die Scheidung vergessen kann. I gave her my book. I said, read. Ich gab ihr mein Buch und sagte, lesen Sie das. Says, I don't like to read. Und sie I sagte, just watch TV. Ich mag nicht lesen, ich schaue nur fern. That's another problem that you need to fix. Das ist ein anderes Problem, das Sie lösen sollten. She says, I don't read. Sie sagt, lady, lese nicht. Read one chapter. Und dann sagte ich zu ihr, lesen Sie einfach nein, ein Kapitel. Don't und sie sagt, nein, ich lese I would rather watch a movie. Ich würde lieber einen I Film said, schauen. Read one page. Und dann sagte ich, lese Two wenigstens eine Seite, nah. Zwei Minuten. I said, lady, you ask for help. Und ich sagte ihr dann, I'm trying to help you. Sie bitten um Hilfe und jetzt versuche ich Ihnen zu helfen. Also, if you don't like it, don't read anymore. Wenn Sie das nicht mögen, dann okay. Müssen Sie ja nicht weiterlesen. Und sie sagt, okay. She read one page. She und read sie, two pages. Lies eine Seite, zwei, pages. Drei, vier she Seiten. Gave me a hug. Und dann umarmte sie mich. She read another page. Und she gave me another hug. Eine weitere she Umarmung. Said, I said, that's enough. Und ich habe gesagt, das ist genug, das reicht. She read another page. Und sie liest another weiter, page. Weitere Seite, page. Weitere Seite. Ein Kapitel. In 5 hours she finished the whole book. In 5 Stunden hatte sie das Buch durch. And she said, thank you. Und sie sagte, danke. She said, can I keep the book? Sie fragte, kann ich das Buch behalten? Said, yeah. Und ich sagte, ja. Why? Warum? I wanna give it to my children. Ich möchte es meinen Kindern give it geben to my sister. Und meiner Schwester. I wanna give it to my neighbors. Und meinen Nachbarn. This is amazing. Das ist wirklich this changed my life. Erstaunlich, das hat mein Leben verändert. I want everybody to know. Ich möchte, dass alle Bescheid wissen. When people see Jesus, wenn Menschen Jesus they get sehen, excited, dann werden sie begeistert. They want others to know. Und sie möchten, dass andere I auch want everybody to know. Ich möchte, dass jeder Bescheid weiß. I want to tell you a secret. Ich möchte Ihnen ein Geheimnis sagen. Okay. Okay. I didn't know what she was going to tell me. Ich wusste nicht, was sie mir erzählen wollte. She says, when I got the text, sie sagte, als ich die Nachricht bekam, habe ich geplant, nach Hause zu fahren, eine Handvoll Pillen zu nehmen und mich umzubringen. But God put you next to me. Aber Gott hat sie neben mir platziert. And you saved my life. Und sie haben mein Leben gerettet. I said, lady, you ich don't sagte, know. Miss, sie, I sie actually wissen wanted to sleep. Sie wissen ja gar nicht, ich wollte eigentlich schlafen. If I would have slept, wenn ich geschlafen hätte, you would have died. Dann wären sie gestorben.
Drei Monate später hat sie mir eine E-Mail geschrieben. I started to wake up every morning at five. Ich habe angefangen, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen. Ich bete, I study, ich studiere, I go to church, ich gehe zur Gemeinde, I'm gonna be baptized, ich werde getauft. I want you to know, ich wollte sie nur wissen lassen. God put you there for me. Gott hat sie dort für mich platziert. Do you do that every day? Tun Sie das jeden Tag? Tut ihr das do you jeden say, Tag? Lord, sagt ihr, Herr, make me a blessing today. Mach mich heute zu einem Segen. There are people around who need you. Da sind Menschen rundherum, die dich brauchen. Because if you don't, denn wenn du es nicht tust, are you like Jesus? Bist du dann wie Jesus? How do you prepare for the second coming? Wie bereitest du dich auf die Wiederkunft vor? Do you want to prepare? Wollt ihr euch vorbereiten? Do you believe that Jesus is coming soon? Glaubt ihr, dass Jesus bald kommt? Look around. Schaut euch um. Jesus is actually coming. Jesus kommt tatsächlich. We don't have time. Wir haben keine Zeit mehr. If you knew the events, wenn ihr die Ereignisse kennt, in some of my presentations, in einigen meiner Vorträge, I show the Bible verses, zeige ich die Bibelverse. I have a diagram. Ich habe so ein Diagramm. My friend here can see the diagram. Ich kann das Diagramm sehen. I have the events. Ich habe diese ganzen Ereignisse, die noch and stattfinden. Then I have the Bible verses for each event. Und daneben habe ich immer die Bibelverse and then I have stehen, the paragraphs. Und dann habe ich die Absätze und ich habe sie in der richtigen Reihenfolge. When the Constitution is gonna change in America. Wenn in Amerika die Verfassung when the geändert Sunday wird comes. Und das Sonntagsgesetz when kommt. The separation between church and state happens. Wenn die Trennung zwischen when there is Kirche no more und Staat separation. But church and state, church and government unite. Wenn Kirche und Staat sich wieder vereinen, all those events, all diese Ereignisse, are happening now. Die passieren jetzt gerade. They are attacking the Congress to abolish the Constitution, to change the Constitution. Im Kongress besprechen sie gerade, dass sie die Verfassung abschaffen wollen und ändern wollen. The events would go in rapid succession, bang, 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 one after the other. Nachher am Ende, da werden die Ereignisse in rascher Abfolge kommen. Bam, if you don't einer prepare nach now. Wenn ihr euch nicht jetzt vorbereitet, it's gonna be too late to dann wird prepare. Es zu spät sein, sich vorzubereiten. You don't prepare for the final medical exam the night before. Ihr auf die letzte Medizinprüfung bereitet man sich nicht am Abend davor vor. You don't prepare for the war the night before. Man macht das nicht am Abend davor. You don't prepare for the biggest crisis in history the night before. Auf die größte Krise der Geschichte bereitet man sich nicht am Abend davor einfach vor. When the events start. Wenn das Ereignis startet und sie beginnen, they are gonna go rapid. Dann werden sie sehr schnell gehen. Jesus is calling the church. Jesus ruft die Gemeinde auf. He is calling you. Er ruft dich, to wake up. Aufzuwachen. To take religion seriously. Und er sagt dir, nimm deine Religion ernst. Don't play games with the Holy Spirit. Spiel keine Spielchen mit dem Heiligen if the Geist. Holy Spirit says, today, if you hear his voice, wenn der Heilige Geist sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, don't procrastinate. Dann zögert es nicht hinaus. Don't harden your heart. Verhärtet nicht eure Herzen. If God says today, wenn Gott sagt, heute, you say yes. Dann sagt ihr ja. If God says, start praying today, wenn Gott sagt, beginn heute zu beten, you start praying today. Dann beginnt ihr heute zu beten. Start studying today. Dann beginnt ihr heute not zu studieren. Tomorrow. Nicht morgen. Today is the day of salvation. Heute ist der Tag deiner if you Erlösung. Don't do it today, wenn du es nicht heute tust, you are not gonna do it tomorrow. Dann wird es keinen Morgen geben. And you are gonna put it off another year and und dann another werdet ihr es weiter hinauszögern, Jahr and um you Jahr. Will never be ready. Und ihr werdet nie bereit sein. You need to start today. Ihr müsst heute beginnen. And God is calling you. Und Gott ruft euch to auf, take it seriously. Das ernst zu nehmen. And to be ready. Und bereit zu because sein. Jesus is coming. Denn Jesus soon. Kommt sooner bald. Than we think. Jesus is on the way. Schneller als wir denken. Er ist auf he dem is Weg. Finally coming. Er kommt wirklich endlich. We are gonna see him. Wir werden ihn sehen. They didn't prepare for the flood. Sie haben sich nicht auf die Flut vorbereitet. The flood came. Die Flut kam. They didn't prepare for the first coming. Auf die erste Ankunft bereiteten sie sich auch nicht vor. You don't want to do that. Ihr wollt das nicht tun. What is the benefit to go to church and not be ready? Was bringt es, zur Gemeinde zu gehen und nicht if bereit you hear his zu sein? Voice today, wenn ihr heute seine Stimme hört, you need to say yes. Dann müsst ihr ja sagen. You need to prepare. Ihr müsst euch vorbereiten. Do you want to be ready for the second coming? Wollt ihr bereit sein für die Wiederkunft? Yes or no? Ja oder nein? Yes. Ja. Yes, I want to be ready. Ich möchte bereit sein. I want to be ready. Ich möchte bereit sein. How many of you want to be ready? Wer von euch möchte bereit sein? Amen. Amen.